ich weiß auch nicht, irgendwie, also ich könnte jetzt hier so wie so eine Rakete losstarten und eigentlich so, wie wir das nie wollten, wie so ein Radiomoderator, der in seine gute Laune hineinspringt und dann andere damit anschreit und es eigentlich gar nicht so meint. Und dann sagen, hey, seid ihr auch so super drauf und ist auch alles so toll bei euch und so. Dieses total übertriebene, was von den Leuten wollen die ganze Zeit, ja, wie das ja so nervige Leute wollen. Aber das möchten wir ja hier nicht. Und trotzdem ist es natürlich so, dass wenn diese Musik da läuft, da fühle ich mich verpflichtet, vor Freude praktisch meine gute Laune in die Nasenspitze zu drücken und den Leuten das in das Gesicht hineinzurufen. Aber wenn mir doch nicht danach ist, Freunde. Wieso ist dir denn nicht danach? Ja, ich weiß doch auch nicht. Ist mir doch Weihnachten. Wir ja, kommen, noch wir kommen raus, noch ne- 24. auf den 25. Die Leute haben gerade so einen ganz schweren Gänsebauch, gerade eine halbe Gans sich reingedrückt und wahrscheinlich auch ganz viel von diesem Fett, das bereut man am meisten, wenn man dieses gelbe, unter der knusprigen Haut, dieses gelbe Fett mitfrisst. So, das liegt so richtig schwerer am Magen als jeder Raclette-Käse. Zu viel Schnaps getrunken. Zu viel Schnaps. Man ist jetzt wahrscheinlich schon beim Schnaps, um alles frei zu ätzen. Das Geschenkepapier ist so überall verteilt unter dem Baum oder meistens, wenn man ehrlich ist, nimmt die Mutter das und packt schon mal ein bisschen ein. Ich pack schon mal ein bisschen ein. Vielleicht wir müssen mal offenlegen, weil wir zeichnen diesen Podcast noch vor Weihnachten. Ich glaube, wenn ich da wäre, was du gerade beschreibst, dann geht es mir auch anders. Aber ich will jetzt hier, und das ist die neue, das ist so die Ehrlichkeits- und Transparenzoffensive auch bei Baywatch Berlin. Ich will sagen, dass ich auch mal nicht gut drauf bin. Ich bin heute zum Beispiel unter normal. Ich bin jetzt nicht super schlecht drauf, aber ich bin etwas unter null. Das kann sich ja noch ändern in den nächsten anderthalb Stunden. Aber ich möchte einfach nur sagen, mir geht diesen ganze, ich sag das jetzt einfach, dann ist es raus, dann können wir dann über alles reden und so. Dann kann es auch besinnlich werden und so. Aber mir geht diese ganze Corona-Scheiße tierisch auf den Sack gerade. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr drauf. Mir geht diese Maskenscheiße auf den Sack. Ich habe keinen Bock auf Lockdown. Ich finde das langweilig. Man kann nicht machen, was man will. Es ist alles mega nervig. Es regnet jetzt zwei Wochen. Ja. Das kann man sehen in jeder Wettervorhersage. Mhm. Es sind 7 Grad, es regnet. Es ist so richtiges Wetter wie in einem deutschen Film. Es ist alles furchtbar und das macht mir manchmal ein bisschen schlechte Laune. Und ich finde, das kann man dann auch mal sagen. Dann werde ich ja auch wieder besinnlich, dann ist ja auch wieder alles in Ordnung. Aber es ist auch gesund, mal zu sagen, es ist Kacke. Und mir ist diese ganze Corona-Scheiße noch nie so auf den Senkel gegangen wie in diesen Tagen, komischerweise. Weil ich wahrscheinlich auch glaube, die ganze Verantwortung, bestimmte Sachen, die man erledigt haben musste, auch so in der Firma und beruflich und auch das eine oder andere Persönliche und so, das hat dann irgendwie mehr oder weniger geklappt. Man hat das alles so abgehakt. Das ist so wie dieses große Loslassen, dass man dann nach Hause kommt, eigentlich frei hat, sich freuen könnte und dann kriegt man Fieber oder dann ist man krank oder ihr kennt das. Und so ist es eigentlich mit meiner Laune. Ich habe die so, mit beiden Händen habe ich die gute Laune festgehalten, mit meiner letzten Kraft. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich habe alles erledigt und ja, da stehe ich nun. Du musst noch eine Stunde durchziehen, denn ich feiere ja dieses Jahr das erste Mal in meinem Leben Weihnachten nicht im Kreise der Familie. Ui. Aus Corona-Gründen reise ich nicht nach Hause, sondern bin in Berlin. Nichts mit Saarland, nichts mit Homburg, nichts mit Kirberg. Keine Schwarzwurzeln von Mama. Das heißt also, die Familie hat getagt und hat überlegt, also wir sind zu viele, wen laden mein wir Bruder, aus? Mein Bruder, okay. Der andere Bruder, bleibt bitte in Berlin. Nein, so war es nicht. Aber, bist du der böse Schmidt-Bruder? Ja, der mit der durchgehenden Augenbraue. Bist du der Evil Schmidt? Aber jetzt bin ich, muss sorry, nein, dass ich so Sekunde, reinbohren muss. Ja, ich weiß, aber meine Mutter hat gesagt, weil ich so traurig bin, ne? Ja. Und dann bin ich so jetzt schon die ersten 2-3 Tage, wo wir Ferien haben, so bin ich wie Pablo Escobar in Narcos, so habe ich im Garten rumgesessen, ne? Und hab so rumgestarrt. Ne? Ja. Und dann hat meine Mutter gesagt, jetzt gehst du mal da den Podcast machen, die heitern dich doch sicher auf, die zwei. Und jetzt komme ich hier hin und deine Einführung ist, dass du scheiß Laune hast. Ja, aber nur damit ich's los bin. Du, ich bin doch jetzt schon wieder der Alte. Ich musste das, manchmal muss das mal raus, das ist wie ein luftreinigendes Gewitter. Gerade als Jakob schon angefangen hat, so ein bisschen zu erzählen, wie das am Weihnachtsabend so sein kann. Da war ich schon da. Im Prinzip hätte ich es mir da schon sparen können, aber ich habe mir vorgenommen, einmal zu sagen, wie es mir wirklich geht. Ich habe mir auch noch Zahnschmerzen aber und so. Kurz, will ich ganz kurz sagen, ich habe noch Zahnschmerzen, weil ich war gestern noch beim Zahnarzt. Ganz kurz mal. Also jetzt haben wir schon den ersten Streit. Wir kommen gleich zurück auf dein Weihnachtsfest. Ich rede nochmal von der Gans und du sagst, dass du schlechte Laune hast. Aber eigentlich, und darauf muss ich eingehen, hat im Entertainment echte Befindlichkeit gar nichts verloren. Wen interessiert das denn, dass du Zahnschmerzen hast? Wen interessiert das denn, dass du schlecht drauf bist? Du hast dich jetzt zusammenzureißen, so anderthalb Stunden, und den Leuten eine gottverdammte schöne Zeit zu bereiten. Ich bin doch nicht Carmen Nebel. Doch, das erwarte ich aber von dir. Es juckt
juckt mich nicht deine scheiß Zahnschmerzen. Ich kann auch nicht sagen, ich bin traurig wegen Corona. Who cares? Who gives a fuck? Dass du dich dafür nicht interessierst, das war mir wohl klar. Aber ich sag dir jetzt mal ein Geheimnis. Ja. Ja, ein Geheimnis mal über die Unterhaltungsbranche, was dir vielleicht noch ein bisschen fern ist. Und das ist die sogenannte imitierte Nahbarkeit. Und das ist es. Auch mal eine Befindlichkeit, sehr wohl portioniert natürlich. Auch mal eine Befindlichkeit rauslassen, ja? Persönlich, aber nicht privat. Mhm. So funktioniert das. Das auch ist mal mir sagen, ich habe auch ein Gefühl. Haha, dann denkt man zu Hause, ah, Gefühle kenne ich. Man muss es ja nicht übertreiben. Wie man jetzt sagt, irgendwie das Adventsfest der 100.000 Lichter oder so, wo man immer denkt, ja, ist ja mal gut mit euren Gefühlen, sondern so ein bisschen. Aber stell dir mal vor, Florian Silbereisen würde rauskommen und sagen, hey, schöne Weihnachten. Jetzt mal direkt zu Anfang, also mir geht's gar nicht gut. Mir ist die Frau weg und jetzt habe ich da so eine gehabt, da habe ich jetzt auch einen Pilz von und tja, also es kommt gleich noch an die Borg, ist ja klar. Lass mich doch erstmal kurz ein bisschen plaudern. Mach mal die 1000 Lichter an, bis dahin geht's mir besser. Mach mal die 100.000 Lichter ein bisschen weiter runter. Ich habe eine Depression. Es ist echt scheiße. Du bist ein Zirkuspferd, Klaas. Du musst das stimmt. Also in dem Fall von Florian Silbereisen möchte ich das auch nicht hören. Aber ich finde hier in einem Podcast, ja, das ist ja praktisch das Begleitmedium zur großen Show. Denk mal, das Traumschiff nur mit schlechter Laune. Ja, alle haben schlechte Traumschiff. Laune. Ja. Das Albtraumschiff. Ja, Nachtschreckschiff. Ja, grüßt euch, wie geht's denn? Kommt raus aufs Schiff. Na, wir sind schlecht gelaunt. Das ist nicht denkbar. Nein, es gibt Sachen, da muss das nicht sein, da muss man auch nicht so total ehrlich sein, verstehe ich schon. Aber ich finde hier, wir sind ja eigentlich das Beiboot zum großen Entertainment-Tanker, Joko und Klaas. Es gibt mehrere kleine Beiboote. Mhm. Ja, und Baywatch Berlin ist eines dieser Beiboote. Und ich finde, auf diesem Beiboot ist ein wenig mehr Ehrlichkeit erlaubt. Es ist nicht so, dass alles, was ich anfasse, anfängt zu leuchten, wie in einem Fernsehstudio, dass jede Stufe, auf die ich trete, auf einmal in einer anderen Farbe leuchtet und sobald ich unten angekommen bin, macht es Peng-Peng von links und rechts und dann fliegt so Goldflitter auf mich runter und so Leute mit so Pompons machen dann so auf und dann sieht man mich in einem glitzernden Anzug. So ist es ja hier nicht. 60 Folgen musste ich hier die gute Laune Kasper spielen, ne? Musste ich hier immer ankommen, mich verstellen, habe irgendwie das eingesehen, dass man irgendwie jetzt die Showbühne betritt, die gute Laune hochfährt und jetzt erzählst du mir, wir können auch sein, wie wir wirklich sind. Ja, jetzt lässt er hier so die Luft raus. Dann sind wir jetzt mal, wie wir wirklich sind. Ja, können wir ja mal machen. Also, wir möchten uns jetzt aber, und das fand ich eigentlich sehr schön, weil auch du baust eine Brücke zum Herzen unserer ZuhörerInnen, denn wir zeichnen jetzt zwar ein paar Tage vor Weihnachten auf, dennoch ist heute der Heilige Abend und so ganz arme... Heute hat Jesus Geburtstag. Heute hat Jesus Geburtstag und so ganz arme Fackeln, die sitzen jetzt am Heiligen Abend da und hören Baywatch Berlin. Ach krass, also, ein Heiligabend, ey. Ja. Heute, wir müssen ja auch ein bisschen in die Historie gucken. Also Jesus hat heute, also an diesem Tag, wo wir rauskommen, hat er halt Geburtstag, ist er geboren. Ja, richtig. Sagt, ja, hallo, da bin ich, jetzt geht's los. Und dann kam eine steile Karriere bei Jesus. Er ist dann irgendwann 18 geworden und hat dann so gemerkt, dass er bestimmte Fähigkeiten hat. Naja, das weiß man ja alles nicht, wann der das alles so gemerkt hat, weil man weiß ja immer nur, was los war ab 30. Ja, aber man kann ja davon ausgehen, dass er wahrscheinlich dann vor allen Dingen seine Fähigkeiten erstmal so für Fun und Ladies beeindrucken so eingesetzt hat. Meinst Bis du? Er 30 war und gesagt, jetzt pass mal auf, jetzt muss ich mit dem Wasser zu Wein, da muss ich mal jetzt größer, bigger picture mäßig denken. Und vorher, denke ich, hat er vor allen Dingen Frauen damit beeindruckt. Wasser zu Moskau Mule. Ja, Wasser zu Moskau Mule, Wasser zu Cola. Im Grunde war Jesus so eine Art erster Soda-Stream. Wasser zu Wasser Eis vielleicht, ja. Was man als Kind gut findet. Ja. Ja. Und der hat heute Geburtstag, Schmidi. Was macht das mit dir? Gut, ja, finde ich gut. Also gönne ich ihm. Ja. Ich finde es auch interessant. Gönnst du Jesus? Ja, gönne ich. Ja, ich habe mich ja schon geoutet, ich bin großer Weihnachtsfan und, genau. Und für mich ist es wirklich tragisch, dass ich das nicht zu Hause feiern kann. Und jetzt vielleicht habt ihr noch so Tipps, wie man da so ein bisschen über die Tage kommt. So. Ja, erstmal will ich wirklich wissen, Schmidti, auch da haben die Hörer ein Anrecht drauf, warum bist du der nicht kommen darf? Naja, ich bin so, also A, wissen die, dass ich so schlimmer bin als der Erfahrung in Outbreak, weil wir sind ja zum Beispiel irgendwie, ich bin noch viel unter Leuten, ich bin in diesem Babylon Berlin, wie es meine Mutter halt sagen würde, ne? Wo die ganzen Assis da rumrennen. Ja. So, und dann bin ich halt irgendwie, hab ich mir aber auch gedacht, wir hatten ja mittlerweile zwischen 600 und 1000 Tote am Tag, also das, wie es jemand vergleicht, das sind ja 1 bis 2 Flugzeugabstürze jeden Tag und ich finde, das ist halt auch nicht irgendwie so die Zeit, um durchs Land zu reisen. Ja, ich finde schon, tatsächlich, also
es ist einfach auch vor allen Dingen das nicht wert. Ne? Wir haben ja auch drüber gesprochen und so, und es ist es einfach nicht wert. Man macht das jetzt dieses Jahr mal ein bisschen anders. Und außerdem, wenn die Leute, die praktisch alle schon im Saarland sind, sich jetzt miteinander treffen, ist ja egal, das ist ja praktisch wie ein Haushalt. Ja, richtig. Ne? Das ja. ist ja, ja, also wer soll da jetzt noch? Ja, weil die sie alle verwandt sind. Ne? Und naja, das ist, man darf in der Familie feiern, ja. ein Haushalt heiraten. Und, ja. und die haben ja alle die Türen auf, da gibt es da keine Schlösser. Ne? In den Haustüren gibt es da keine Schlösser. Ja. Die sind ja immer überall, die wuseln da so rum, wie Ameisen. Wie Schlümpfe. Und ja, man weiß mal gar nicht, man, diese gehen, mal schläft der eine bei dem, ja. schläft der bei dem. Man hat ja jetzt keine feste Adresse, wenn ja. ich das ja. richtig verstanden habe. Wie die Salotris. ja, man läuft halt so rum und nimmt sich das, was man braucht. Und wenn man Hunger hat, dann zieht man irgendwo irgendwelche Schubladen auf und isst das. Ja. Oder ja. ist doch so, ne? Ja, das ist, an Weihnachten geht es mir immer wie Homer, kennt ihr die Folge von den Simpsons, wo Homer, da hat er so eine Vorstellung, dass er in so einem Schokoladenland ist. Und der beißt überall, der beißt hier mal ins Haus, hier mal in die Ampel und da kommt irgendein Kollege vorbei, der ist auch aus Schokolade, dann beißt er den auch an. Und so ist es, wenn ich bei meinen Eltern bin. Überall liegt was zu naschen. Oh, hier die Nussecken, da ja. der Leona im Kühlschrank ja. und es wird den ganzen Tag gefuttert, gefuttert. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe einmal Weihnachten alleine verbracht und ich will da jetzt nicht die Vorfreude auf so ein alleiniges Weihnachten schmälern. Kam ein Brecher? Das war lang kein Downer mehr. Erzähl mal, bist du vom Weihnachten ganz alleine, Klaas? Ja, also pass auf. Ja, hast recht, ja klar. Jetzt mal wieder ein Downer. Naja, guck mal, ich habe Zivildienst gemacht und wie das eben so ist im Krankenhaus, da kannst du dir dann aussuchen, was willst du? Willst du Silvester feiern oder willst du Weihnachten feiern? Wann willst du arbeiten, ne? Ja. Und eins von beiden geht nur, weil dann werden die Dienstpläne gemacht und wie wir alle wissen, Krankheiten machen keine Feiertage. So das es. Haben wir nun mitbekommen. Weltweit. Und deswegen habe ich dann gesagt, Silvester, saufen, sehr gut. Mhm. Feiere ich halt mal Weihnachten nicht, sondern ja. arbeite. Und dann war ich aber trotzdem irgendwie um 18 Uhr fertig oder so, musste dann aber am nächsten Morgen wieder ganz früh ran. Das heißt, es ging jetzt wirklich nicht. Alle sind weg. Im Krankenhaus war auch nicht viel los, ne? Sind ja alle krank. Und dann bin ich also in mein Wohnheim, ich habe ja in so einem Schwesternwohnheim Ach. Gewohnt, da waren also 4 Etagen Krankenschwestern und unten waren so ein paar so Jungs und eine Nonne. Das war bestimmt Holzbein. Richtig scheiße, ne? Es war super schlimm, ja. es war ganz schlimm, ja. Und es war auch blöd, also man durfte sich eigentlich nicht besuchen, aber es war auch blöd, dass diese Nonne, Schwester Robertina, die da aufgepasst hat, dass die so sehr schwerhörig war. Das war wirklich, die hat kaum was gehört. Du konntest einen China-Böller direkt neben der zünden, dann hat die nicht gehört. Ja. Und das war auch alles ganz unpraktisch, aber über Weihnachten waren ja fast alle weg. Also auch da saß ich dann wirklich und das war so, der Flur, der hatte so einen Linoleumboden und der wurde mit demselben Zeug geputzt wie im Krankenhaus. So die Flure, das heißt, es roch überall irgendwie nach Krankenhaus, nach diesem fiesen Bodenputzmittel und so. Und dieser Linoleumboden, der ging dann so in die Zimmer über. Und da war nur so eine dünne Holztür, die man so zugemacht hat, die unten so einen 3 cm Spalt hatte. Und da, also da konntest du richtig einen Snickers durchschieben, so viel Platz war da. Und dann ging dieser Boden so über und man musste dann irgendeinem Tag musste man die Türen auflassen, weil dann haben die auch in deinem Zimmer da mit diesem Zeug geputzt und so. Und da war so ein Einbauschrank und so schwere grüne Gardinen und da hing so ein Kreuz noch an der Wand. Und es sah eigentlich aus wie in so einem Jugendarrest. So, ich hatte auch so nur so 5 Hemden und 3 Hosen und dann so einen ollen Zahnputzbecher, so einen vollgeschmierten. Also, und das war so ein Fernseher, DVD-Player, das war's. Und so saß ich dann da auf meinem Bettchen. Hast du denn wenigstens eine Oma mit Lametta geschmückt und dich so an die rangesetzt und da geguckt, ob an deren Füßen Geschenke liegen? Ja, an deren Füßen, du weißt ja. Da waren Geschenke, nehme ich an, ne? Ja, ich habe schon mal, also, oh Gott, da fällt mir was ein, ey. Habe ich euch schon mal erzählt, dass mir meine Oma fast auf den Kopf gekackt hat? Habe ich euch das schon mal erzählt? Man soll ja meinen, wie soll das im Leben wohl passieren? Ne? Also wenn dich jetzt einer fragt und sagt, glaubst du, dass in deinem Leben mal eine Situation eintritt, die also sich natürlich entwickelt hat, organisch ist man da hingekommen in diesem Moment. Mhm. Und glaubst du, dass es wohl realistisch ist, dass dir eine Oma fast mal auf den Kopf Kacker macht. Da würde man ja sagen, nö. Also könnte ist das deine Weihnachtsgeschichte, die du uns anzubieten hast? Nee, das ist jetzt eine Seitengeschichte. Ja. Es geht ja auch um die gute Laune von Schmidt. Und ja. da ziehe ich auch nochmal die Schublade mit den kuriosen Geschichten ja. auf, weil ich weiß, sowas erfreut dich. Welche Musik darf ich dazu kredenzen? Das darfst du aussuchen. Hm. Ach ja, dann machen wir doch dann Spannung mystik. So. Oh, bitte. Naja, also da war es so, dass ich... Also im Badezimmer war mit dieser
mit dieser älteren Dame, sage ich jetzt mal, Oma ist ja fast ein bisschen, ist eine ältere Dame. Und die war in so einem Duschstuhl, also ist so ein, wie so ein Rollstuhl, den man dann also mitnimmt, ne, und so. Und sie saß da auch gut drin, wir haben uns gut verstanden, alles wunderbar. Und da gibt es praktisch den einen Moment, wenn man sagt, also sie sitzt und ich mache die Windel so unten an den Füßen, mache ich die schon zu, dass das wie so eine Hose ist, die man nur noch hochziehen muss. Da gibt es dann einen kleinen Moment, wo ich dann sage, jetzt halten Sie sich mal kurz am Wasserhahn fest und dann ziehen Sie sich mal so hoch, dass Sie mal kurz stehen und dann ziehe ich Ihnen ja so ganz flott die Hose an und dann setzen wir uns wieder hin und dann haben wir das erledigt. Und dann sage ich hier so, und dann gibt es ja den kleinen Moment des, der Anstrengung auch, dass man also sagt, einmal aufstehen. Und ich bin also da unten am Machen, ne, und hab das so, schon so in der Hand. Und dann sag ich, und jetzt? Und dann steht sie auf und macht, und naja, dann ist es passiert. Und ich also sehe wirklich, wie an meinem Auge, ein Zentimeter an meinem Auge, das so vorbeifliegt. Und ich denke noch in dem Moment, boah, das war knapp. Also es ist wirklich, man kennt das ja, wenn man so, wenn man, wenn man jetzt, man sagt ja, wenn ein Vogel auf einen macht, sagt man ja, das bringt Glück, ne? Ja. Mhm. Wie ist das bei Omas? Also bin ich praktisch eigentlich nur dem Glück entgangen oder habe ich Glück gehabt, dass es mir irgendwie nicht passiert ist? Naja, ist egal. Ich stelle es mir vor wie so ein Baumstamm bei Final Destination, wenn der dann so ganz knapp vorbei. Ja, genau denselben Umständen hat mir jemand auf die Hand geschissen. Exakt, also wirklich exakt dasselbe, auch in der Zivi-Zeit beim ja, so Hochheben, Abputzen. Das ist, das ist dieser kurze Moment anstrengend und man kann ja nichts mehr. Und ich finde, dass, und da werden jetzt alle Leute aus dem Pflegepersonal, die irgendwie im Krankenhaus oder im Altenheim oder sonst wo arbeiten, ja, die werden mir dann beipflichten. Wichtig ist dann natürlich erstmal nicht, dass man sich da selber rettet und sonst was. Ja klar, ne? Dieses Empfinden hat man ja eh nicht. Also wenn man so einen Job macht, findet man das jetzt nicht wirklich eklig. Also ich finde sowas auch nicht eklig. Sondern der größte Punkt, den man dann eigentlich zu erledigen hat, ist, demjenigen, dem das passiert ist, sofern er das also bewusst miterlebt hat, dem die Scham zu nehmen. Weil es ist nun mal etwas, das kann einem passieren und ich sage euch, Schnitt 50 Jahre später, dann sind wir das. Das heißt, es gibt diesen Moment, da kann dir das nun mal passieren und du bist einfach total glücklich, glaube ich, wenn du jemanden hast, der ein Talent dafür hat, diese Situation zu normalisieren, dass dir das also nicht peinlich sein muss. Sagt man dann Opala? Nö, dann oder? Sagt man, huch, was war denn das? Und dann reagiert man einfach auf die Situation. Man tut halt so, als wäre es das Normalste von der Welt. Und ich glaube, so eine Sexshop-Mentalität. Ich hätte gern 3 Meter langen Dildo. Ja, logisch, da hinten. Ja, Gang 7. Ich habe das immer so gemacht, also so völlig ignoriert, als wäre es nicht passiert. Was natürlich aber absurd das finde ich unangenehm, weil beide wissen, es ist passiert. Ja, man macht das so, Glück, kriegt auf die Hand geschissen, weiter geht's, Hose hoch. Ja, das ist auch nicht so schlecht. Okay. Also wenn er mit so einer praktischen Art daran geht, auch praktische nicht. Praktische Art. Also, ist es, ja. Genau. Ich gehe mal noch kurz ins Bad. Ich muss mir mal die Hände, ich mach mich mal frisch. Ja, so, das ist, nein, das ist einfach, ich glaube, das Beste und Menschlichste und letztendlich auch Weihnachtlichste, was man dann machen kann, ist einfach diese Situation demjenigen nicht unangenehm sein lassen, wo man natürlich weiß, die Umstände sind so. Das ist so das Schönste eigentlich, was man machen kann und das ist das größte Talent, was man braucht, weil das nicht eklig zu finden, das ist ja nun nicht schwierig, weil Herrgott nochmal, also ne, wie sagt man bei uns in der Familie, scheiß mir auf den Teller, ich esse drumherum. Man muss ja nicht immer alles gleich eklig finden, das sind ja alles nur menschliche Dinge. Ja. Wie war denn das? Ich weiß jetzt wirklich, ich habe die ganze Zeit gegrübelt, Jakob. Warst du beim Bund? Nein. Nein. Warst du beim Zivi? Nein. Was warst du? Und warum? Also ich war an der Uni. Ja. Und da habe ich was studiert, weil ich vom Staat ausgemustert wurde. Wirklich? Es kann sein, dass ich bei der Musterung, und ich muss das natürlich im rechtlichen Rahmen jetzt erzählen. Ja. Es kann sein, dass ich bei der Musterung extrem begeistert war von Waffen und dass ich viel zu oft gefragt habe, wann ich schießen darf. Und es kann sein, dass ich auf die Fragen, ob ich denn noch weitere Interessen außer Waffen habe, gesagt habe, nein. Und es kann sein, du musst den Zuhörer abholen, die kennen das nicht stimmt, mehr. Ja, wir die haben kennen ja, das wir nicht haben ja auch in dieser Sendung schon mal über die Musterung gesprochen. Ja. Also es war ja früher so, dass wenn man 18 wurde als Herr, musste man zur Bundeswehr oder eben zum Zivildienst. Und wenn man sich dazu entschlossen hatte, zur Bundeswehr zu gehen, dann stand die Musterung bevor. Da wurde nämlich herausgefunden, ob der Körper, den man dafür mitbringt, welche Eignung der hat, bei der Bundeswehr überhaupt teilzunehmen. Und da gibt es verschiedene Eignungsstufen und ab einer gewissen, im Grunde Nicht-Eignung, also wenn man praktisch der Körper zu wenig geeignet ist, irgendwie eingesetzt zu werden, also nicht mal als Trompeter im Chor oder als Beikoch, ja, dann wurde man ausgemustert.
Und ich habe gewissermaßen alles auf eine Karte gesetzt und diese Karte hieß mein schlaffer, fahler Körper und habe gesagt, ich will gerne zur Bundeswehr und wie soll man sagen, ich versuche es so anzugehen, dass, ja, also ich versuche praktisch, dass die mich nicht unbedingt haben wollen. Das hat geklappt, in denen wir dich als Psychopath ich habe verschiedenerlei Dinge, habe ich da, also in der Zeit war ich eigentlich sehr fit, muss ich sagen. Körperlich, kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber ich war eigentlich relativ fit. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt auf dieses Rad gehe, dann werde ich komplett hyperventilieren, während ich diese Übung mache. Das heißt, also ich bin auf so ein Cardio-Gerät da gestiegen und da habe ich so geatmet. Und das habe ich durchgängig gemacht. Und wenn man so atmet beim Sport, dann kommt man sehr außer Atem. Das Herz fängt an zu rasen. Ach. Man schwitzt extrem und so. Und so, ja, ja. Ernsthaft? Also ich habe wirklich noch nie gehört, dass jemand... Und ich habe wirklich die ganze Zeit nur von Waffen geredet. Dass jemand ausgemustert wird, der nicht irgendwie wirklich, wirklich eine Behinderung hat oder sonstiges. Das war aber auch so... Das war auch eine Zeit, da haben sie bei dir in deinem Alter, da haben sie auch noch jeden genommen. Nee, das stimmt nicht. Es wurde, kurz vorher, wurde die Eignungsstufe auf T5, war glaube ich das Ungeeignetste. Das wurde nochmal runtergestellt. Ja, da warst du weg, genau. Und da, ich musste praktisch nur auf T5 kommen. Ich habe denen auch gesagt, was ich alles für Schmerzen habe und hier das Knie und hier... Ja, aber das ist so auffällig. Hier trockene Haut. Ich habe richtig Bock drauf, wo sind die Waffen, endlich mal schießen. Und das habe ich die ganze Zeit eingebaut. Und es gibt extra etwas, wo ich bis heute überzeugt bin, das ist Teil der Musterung. Da kommt nämlich ein junger Mann, der im Grundwehrdienst ist und der bringt einen zu den nächsten Stufen. Und der spricht dann auch nochmal so mit einem so smalltalkig. Und da läuft man so längere Gänge. Und da habe ich es auch nicht vermieden, immer von den Waffen zu erzählen. Hast du das irgendwo gelesen, dass das eine gute Taktik ist? Nee, ich habe mir das so überlegt. Oh, die, also hätte ich habe mir so überlegt. Weil man konnte damals sowas auch nicht googeln. Das waren ja Informationen, war jetzt ja nicht recht, dass die so... Und hast du es bereut, dass du ausgemacht hast? Ja, riesig. Wäre ja super gern zur Bundeswehr gegangen. Ja, aber zum Zivildienst. Ja, ach, es hätte ja dir so gut getan, Jakob. Ne? Ja, du, es also, hätte dir so gut getan. Ich will auf diese Frage ernsthaft antworten. Du wärst ein ganz anderer Mensch gewesen. Das glaube ich auch. Also mir hätte das gut getan. Ja. Das also hätte mir definitiv kann man den jetzt nicht noch, also wenn man jetzt mitkriegt, was er dafür gemacht hat, der hätte letztendlich den Staat betrogen und so weiter. Nix da, es war ja so. Ich war ja in der Zeit extrem interessiert an Waffen. Es ging mir vor allen Dingen darum, wem kann ich mal in den Kopf schießen, ob ich mal Probe schießen kann bei der Musterung. Dann war ich eben im Fitnesszustand nicht optimal. Ich hatte einen sehr krummen Rücken, auch in der gesamten Haltung. Ja. Und das kann aber sein, dass der Jakob von damals war nicht geeignet. Heute bin ich ein anderer Mensch. Ja, das stimmt. Heute sage ich schießen, nein danke. Damals hätte ich am liebsten direkt Probe geschossen. Das war aber auch ein Risiko. Du hättest ja nicht mal mehr zum Zivi gekonnt. Also wenn die gesagt hätten, super, herzlich willkommen bei der Bundeswehr, da hättest du ja nicht mal mehr verweigern können, weil du ja so einen Waffen hast. Und deswegen hatte ich auch Das Risiko ist doch immens. Na, ich hatte ordentlich Herzrasen bei der Nummer. Aber sag mal, die... Schlechte Herzwerte. Was ich sehe, was ich da sehe, ist eigentlich... Also ich fände es toll, wenn wir hier... Ja. Ich sehe eigentlich fast so eine Schirach-Verfilmung, mhm, wie du nochmal vor Gericht gestellt wirst. Ich sehe so einen Plötzlich-Film. Plötzlich Kindergärtner. Plötzlich Zivi. Ich sehe plötzlich Feldjäger, sehe ich. Plötzlich Feldjäger vor der Haustür. Ja. Ach so. Plötzlich Gebirgsjäger sehe ich. Aber ich bin nicht rechtsradikal genug. Ja. Plötzlich Panzergrenadier. So, das sehe ich. Dass man einfach sagt, oh, da haben wir einen vergessen. Naja, irgendwas gibt es immer zu tun. Und wenn er einen Hof hegt, bitteschön. Also, können wir dich zu einem freiwilligen sozialen Jahr anstiften? Freiwilliges asoziales Jahr. Also was willst du jetzt? Soll ich jetzt mich um Rentner kümmern oder soll ich schießen? Es ist mir egal. Mach mal was für die Gesellschaft, Jakob. Jetzt sitzt du hier präsig in deinen provozierenden Trainingsklamotten. Also du hast wirklich da hast du so Hochwasser und die sind unten ganz eng und das sind so wie MC Hammer so ein bisschen. Ja, genau. Und da sitzt meine du hier und du meine hast noch nie was für den Staat getan, nur für dich. Also, nur für dich. Also pass mal auf, Schmitty. Ich zahle Steuern. Seit 2007 bin ich am Reinbuddern in den Apparat, dass einer wie du meine Arbeitslosengeld hier bekommen kann. Dass einer wie du so langhaarige Zottel, der wo nix im Hirn hat, außer seine Filme gucken. Dass der, wo mal abgesichert ist vom Sozialstaat, da hab ich reingebuddert. Und was kannst du nur am Rauchen und deine Filme drehen? Das kann ich auch. So, Schmitty.
Reicht's. Ich fände es aber wirklich toll. Wir kommen an Heiligabend raus. Das ist Heiligabend gerade. Ja, wir müssen mal ich hab schon den Leuten einen kleinen Hinweis mit dem Zaunfall gegeben, dass vielleicht nicht die beste Idee ist, auch so für die Bilanz, die man so zieht. Das ist ja Heiligabend und Silvester, das sind so bilanzierende Tage, wo man sagt, wie läuft's, wo stehe ich im Leben, fühle ich mich wohl, muss ich was verbessern und so. Und ich glaube, dieses Gefühl, was man hat, nachdem man dann so fast schon krankhaft sich so eine Folge Baywatch Berlin reingezogen hat, wo man ja wirklich Besseres zu tun hätte am Heiligen Abend. Das Gefühl, was man zurücklässt, ist so ein bisschen, als wenn man, hätte man so ganz viel Hunger gehabt, dann wäre man zu McDonald's gegangen. So, und dann hätte man sich so alles reingestopft, was die so haben, und danach dieses Gefühl, wenn man mit so dieser vollgestopften Mülltüte so zum Eimer läuft und sich denkt, ob das jetzt sein musste. So ein Gefühl könnte man haben, wenn man Heiligabend sich Baywatch Berlin reinzieht. Sollen wir mal Feliz Navidad singen? Nee, wollen wir nicht. Nicht einmal? Nee. Musste ich nämlich bei der Weihnachtsaufführung in der Aula einer Grundschule, wurde mir der Part zuteil, dass ich auf der Gitarre Feliz Navidad begleite. Und einen Tag vorher ist mir aufgefallen, dass ich das gar nicht kann. Da habe ich es nämlich allein in meinem Zimmer geübt und das klang beschissen. Und dann dachte ich aber kurz vor der Aufführung, dass ich einfach nur zwei Akkorde immer spiele und dass es dann schon keiner merkt. Und weil alle anderen so laut gesungen haben, habe ich auf der Bühne den Eindruck gehabt, es hat auch keiner gemerkt. Weil aber so ein kleines Mikro an der Gitarre war, hat es, glaube ich, ultra beschissen im Saal geklungen. Warum hast du nicht erzählt, dem Rektor, dass du gerne mal jemanden mit der Gitarre eine reinhauen würdest? Du würdest gerne mal durch die Reihen laufen und alle verprügeln. Ja, die Gitarren halt so abbrechen und dann in den Hals reinstechen. Das hättest du doch erzählen können. Dann hätte ich noch so einen Taubenkopf abbeißen sollen. Ja, genau. Und du hättest dir, du hättest dir so einen Eimer Wasser über den Kopf gießen können. Lund Simmons. Ja, sowas in der Art. Sag mal, Ossi Lundborn. Werbung. Das perfekte Weihnachtsgeschenk für alle, die vergessen haben, ein Weihnachtsgeschenk zu kaufen. Beim virtuellen Besuch bei der Verwandtschaft kann man es ja auch noch einen Tag später raushauen. Denn es gibt jetzt hier ein 9 Wochen Mini-Abo zum Probelesen vom Spiegel. Ja, das Nachrichtenmagazin. Ich bin Abonnent. Ja, gut. Ich auch. Ja, und den Genuss können jetzt auch unsere Hörer und Hörerinnen kommen. Weihnachten ist ja auch die Zeit, wo man sich mit so Verwandten auseinandersetzen muss, die zum Beispiel denken, dass Angela Merkel ein Reptiloid ist, oder die sagen nochmal auf die 5 besten Gründe, warum man eigentlich immer die AfD wählen sollte. Und denen kann man jetzt etwas schenken, was wie so eine Art Gegenmedizin ist, nämlich Bildung. Und da fängt es an beim Spiegel. Wenn man den nämlich liest, dann ist man erstmal gut informiert. Deswegen kann ich das nur jedem raten, auch so an die Verwandten, mit denen man sich sonst streitet, einfach mal so ein Spiegel-Abo rüberschieben. Ja, wo man einfach auch sagt, machst du was, lies selber. Ich muss jetzt nicht alles erklären, genau. Da steht jede Woche einigermaßen aktuell drin, was du wissen musst. Und wenn du es noch ein bisschen aktueller haben willst, hast du ja auch noch das Spiegel Plus, praktisch alle Artikel digital, kann man sich auch noch alles angucken. Da musst du nur dein iPad digitale aus, Heft. Da musst du dein iPad aus der Alufolie so rausmachen, ja, genau. Ne, wegen der Strahlung, und dann kannst du es empfangen. Und dann muss man Zeigefinger und Daumen anlecken und dann kann man so umblättern. Ne? Hier die Fakten, ne? 9 Wochen Mini-Abo von der Spiegel, dazu alle Spiegel Plus Artikel. Oben drauf noch ein 15€ Amazon-Gutschein und das alles für weihnachtliche 32,50€. So ist es, ja. Also, für jeden, von dem ihr das Gefühl habt, der sollte man dringend lesen. Und für alle, die sich darüber freuen, weil sie es sonst einfach jede Woche am Kiosk kaufen würden. www.spiegel.de/Baywatch Berlin und guckt euch das mal an. Werbung Ende! Aber das ist interessant eigentlich. Ich wusste gar nicht, dass du überhaupt mal so eine Art Gitarre spielen konntest. Ja, doch, doch. Ja? Mhm. Weil dieses kurz vorher merken, dass man gar nichts kann, erinnert mich an jeden Montag. Nein, das erinnert mich an, könnt ihr euch an die Übertragung erinnern von der Trauerfeier von Nelson Mandela? Wisst ihr, was da los war? Als Nelson Mandela nun also vor der ganzen Weltöffentlichkeit natürlich nochmal geehrt wurde zu seiner Beerdigung, das war in Südafrika eine riesengroße Veranstaltung und Politiker aus aller Welt, Menschen aus aller Welt haben zugeschaut und so, und natürlich wollte man das sprachlich natürlich übersetzen, aber auch so barrierefrei wie möglich, das heißt auch in Gebärdensprache wurde das natürlich übertragen, dass alle Leute, die Anteil nehmen wollen an diesem dann doch auch historischen Leben und an der Tat und all dem, was er der Welt gebracht hat, an das man jetzt nochmal erinnert. Deswegen hat man gesagt, naja, natürlich, klar, in der offiziellen Aufstellung dort gibt es noch einen Gebärdendolmetscher. Der steht also live mit auf der Bühne und egal von wo man das auf der Welt filmt, sieht man den dann, der dann barrierefrei nochmal sagt, was wird hier gerade von den einzelnen Rednern über Nelson Mandela und seinen Schaffen gesagt.
Und ich kann zum Beispiel keine Gebärdensprache und kann nicht lesen oder verstehen oder ihr? Nee. Ich habe das geguckt und ich dachte mir die ganze Zeit immer, also es sieht schon, also entweder redet er sehr schnell oder undeutlich, vielleicht nuschelt auch der Gebärdendolmetscher oder so, kann ja auch sein. Und dann sollte ich Recht behalten, weil es sah mir gar nicht nach Gebärdensprache aus. Ich sollte Recht behalten, das war offenbar jemand, der das nicht konnte. Der Gebärdensprache, also der, die, diese Zeichen, die Zeichensprache. Genau, also die haben wahrscheinlich, so stelle ich es mir vor, genau die ganze Geschichte weiß ich nicht, aber so muss sie ja abgelaufen sein. Die haben also gefühlt eine halbe Stunde vorher gefragt, wer kann das? Ja. Und da hatte sich entweder versehentlich gemeldet oder es wurde gesagt, der kann das. Und irgendwie ist dann der Moment übersprungen worden zu sagen, ich kann es doch nicht. Und dann haben also Leute wie Barack Obama da ihre Reden gehalten und vorne stand einer, der da also fuchtelte mit seinen Armen in der Behauptung, das sei Gebärdensprache. Und die ganze Welt hat sich gewundert darüber, was das wohl für ein Akzent ist. Ach, krass. Und der ist dann wohl auch nach der Veranstaltung relativ schnell in so ein Auto und weg. Weil der hat also irgendwie, so ähnlich wie du mit deiner Gitarre, hat er wahrscheinlich gedacht, oh Mann, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das gar nicht kann. Und naja, wird ja nicht so schwierig sein. Ich habe das ja schon mal gesehen. Die machen so mit den Armen irgendwie dann so mit den Fingern so Zeichen. Und dann wird das schon keinem auffallen. Und wie unser Ryan Gosling. Wie, im Prinzip wie Ryan Gosling, genau. Wie unser Ryan Gosling bei der Goldenen Kamera. Und es gab, glaube ich, auch ähnliche Irritationen da. Da frage ich mich, ihr beide, also weil du es ja sagst, das ist ein guter Betrüger, ne? Also der irgendwie Leuten was vorspielen kann, wie so Gerd Postel, der irgendwie jahrelang vorgegeben hat, er war Chefarzt. Jetzt hast du den an der Backe. Jetzt hast du den an der Backe. Mach mal lieber das Internet jetzt nicht auf. Du hast Gerd Postel gesagt, jetzt hast du den Salat. Jetzt hast du es auch gesagt. Oh nein, ich hab's auch gesagt. Wie Voldemort. Ja. Aber ist ein Typ, ne, der es geschafft hat, durch im Grunde erzählen, er wäre etwas, was er nicht genau, ist. Genau, oder so Catch Me If You Can. Der Psychiatrie. Der, bei Catch Me If You Can ist ja auch eine wahre Geschichte, dass sich jemand als Pilot ausgegeben Gottes hat Willen, und sowas. Ja. Und ihr beide wärt da auch perfekt. Weil ihr habt es perfektioniert, oft das auch stimmt. mal mit Halbwissen durchzukommen und dann durch sehr gewählte Ausdrucksweisen und sowas vorzugaukeln, man hätte wahnsinnig Ahnung vom Thema. Ich hingegen, ich habe Ahnung vom Thema, kann mich nicht so gewählt ausdrücken wie ihr. Was ist jetzt mehr wert? Ja, da müssen die Zuschauer jetzt ins Internet gehen, auf www.prosieben.de und da abstimmen. Mal abstimmen. Aber also was soll das bringen? Also nun lass ihn, die sollen abstimmen jetzt. Nein, aber wenn er jetzt sein ganzes Wissen da in sich trägt, wie so ein Schatz, der von einem dreiköpfigen Hund bewacht wird und keiner kommt ran. Ja, dreiköpfige Katze. Was bringt uns das denn? Ja. Also das ist ja, also die Frage liegt ja, die Antwort Galileo auf die Frage liegt auf der Hand. Ist doch egal. Also ich meine, wenn du das da in dir da speicherst, Aber jetzt mal Selbsteinschätzung. Was würdet ihr euch zutrauen, bis zu welchem Level kämt ihr allein durch Scheinvorgehen? Moment, erstmal will ich sagen, Schmitti, stell dir vor, Galileo Galilei würde sagen, ich weiß zwar, die Welt ist rund, aber ich sag's nicht. Wo wären wir da heute? Naja, nein, es ist ja eher so, Galileo Galilei sagt, ich weiß, die Welt ist rund, aber ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Stimmt. So, das ist ja Thomas' Problem. Ja, aber mein Wissen ist ja eher so, ich weiß, was gut ist auf Netflix. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt irgendwie, ob da die Weltgeschichte ins Wanken kommt. Hast du die geheimen Codes für die Weihnachtsfilme? Die Cheats. Ja. Also ja, Schmidt, um deine Frage davor zu beantworten, pass auf, leg dich mal hier hin. Weil ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde jetzt deinen Schädel aufschneiden. Und wir schauen da mal. Also müsst ihr keine Sorgen machen. Das dauert jetzt 3-4 Stunden. Die Schwester wird jetzt gleich schon mal was verabreichen. Und der Herr Dr. Häufer-Umlauf und ich, wir schauen da mal kurz rein. Ich hol die mal eben rein. Ja. Wir werden einfach das. Geh ruhig mal rein hier. Ja. Einfach, da ist er. Wir haben hier so eine Knochen. Jetzt keine Angst, Schmidt, keine Angst. Das ist eine Knochen. Nein, ich vertraue Ihnen ja. Sie sind ja Chefarzt und hier. Und ich schneide jetzt einmal halb rund. Halt, Moment, das kommt in die Nase. Genau. Vorsicht, dieser Schlauch einmal. Und dann wird Herr Dr. Häufer-Umlauf wird den kleinen Steg. Guck mal, er schläft schon. Den kleinen Steg guck mal, der ist schon zwischen weg. Der einen Hälfte und der anderen durchtrennen. Jakob, man kann jetzt, hier, guck mal hier, ich habe ihn jetzt Schläfer, ne? Ja. Ich kann jetzt auf diesem Regler hier, kann ich ihn aufwecken und wieder einschlafen lassen, wenn ich einfach, guck mal, pass auf, jetzt gleich, wenn ich das hochschiebe, wenn ich jetzt einfach langsam wieder hochschiebe, guck mal, bei welchem Punkt er schreit. Guck mal, weil jetzt wird er sich wahnsinnig erschrecken, weil er ist jetzt auf einmal wieder da. Und jetzt pass auf. Witzig, wa? Das kann man so oft machen, wie man will. Nochmal. Ja. Nochmal. Jetzt also, mal Tacheles. Wie oft kommt ihr euch vor wie ein Trickbetrüger? Jetzt mal ernsthaft, jetzt wirklich Spaß.
das, ich glaube, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, dass man sich in unserer Branche, wenn man ein bisschen jetzt ein bisschen empfänglich ist, ne? Ein bisschen sensibel, dass man sich oft vorkommt, wie man, ja, also als würde, das alte Beispiel, es klopft jemand und sagt, wir haben jetzt rausgefunden, sie sind gar kein richtiger Moderator, das ist ein Quatschberuf, jetzt bitte wieder ans Fließband. Ja. Wie oft kommt ihr euch so vor, als jemand, der aus Betrug irgendwie das macht, was er macht? Ja, also das gerade jetzt, als die große Frage der Systemrelevanz nochmal aufkam, da sieht man das natürlich auch unter einem anderen Licht. Wir haben uns auch schon mal darüber unterhalten, was passieren müsste, wenn auf einmal wir ganzen Hiopies jetzt so Jobs machen müssten, die irgendwie der Gesellschaft was bringen. Also Holz zuschneiden oder Arzt oder was mit Raketen. Tja. Irgendwas, was die Menschheit braucht zum Fortkommen. Ich wollte ein Brett anschrauben vor 2 Tagen und jetzt habe ich überall Löcher in der Wand. Ja, überall kenn ich. Löcher. Total. Da kommst du nicht durch, dann machst du und dann rutscht dir noch die Bohrmaschine so ein bisschen ab und so. Und dann es sieht aus wie Schweizer Käse. Und das kurz vor Weihnachten, ey. Naja, das ist eben so. Das ist ganz normal. Ich wollte bei uns zu Hause unten an der Haustür, also da war jetzt mittlerweile einer, der das richtig gemacht hat, aber bei uns ging immer durch die Kälte, hat sich wahrscheinlich das Holz verzogen und ganz unten, also auf der Straße im Haus, da ging diese Haustür, die für alle da ist, die ging immer einfach auf. Und da habe ich gesagt, ist ja scheiße, wenn die einfach immer aufgeht. Dann kommen die hier rein und schmeißen eine Werbung in den Briefkasten. Das wollen wir nicht, wir Deutschen. Ja. Und deswegen bin ich mit dem Hammer runtergegangen und habe da so auf der Tür rumgekloppt. Hm. Und dachte, vielleicht könnte ich das wieder so hinbiegen, dass das wieder schließt. Hm. Und dann kam auch so ein Nachbarn vor mir und gesagt, was machst du denn da? Habe ich gesagt, ich repariere hier die Tür, habe ich so gesagt. Und hatte so einen kleinen, so einen Kinderhammer, hatte ich auch nur. Ne? Ich habe keinen anderen gefunden. Ne? Hatte ich so einen Kinderhammer, mit dem habe ich so rumgekloppt. Und dann habe ich dann irgendwann angerufen, dann kam so ein Hausmeister, der hat das dann ordentlich gemacht, der hat da so eine ganze neue Platte dran gemacht und so. Ne? Und der, wie der mich angeguckt hat, ne? Weil der hat ja gesehen, wie ich da so das alles verbogen habe mit meinem Hammer. Der hat mich so richtig angeguckt, als hätte ich sie nicht mehr alle. Ich habe das beobachtet bei meinem Bruder, der hat handwerkliches Geschick. Ne? Mhm. Und ich habe mir wirklich so, ich habe mich konzentriert und ihn angestarrt, während er bei mir irgendwie eine Lampe angebracht hat. Wie macht er das? Und wo liegt der Unterschied zwischen dem, was ich... Er hat dieselben Werkzeuge, er hat auch 2 Hände und ein Hirn und versucht, diese Lampe reinzubohren wie ich. Bei mir ist die ganze Decke im Arsch, wenn ich das probiert habe. Und bei ihm nicht. Und was ist es? Und ich habe gemerkt, ein Hauptbestandteil ist Geduld und Logik. Also der nimmt sich dann wirklich auch die Zeit, das mit der Wasserwaage auszumessen. Dann wird so ein kleiner Bleistift, mit einem Bleistift Linien. Dann macht er hier ein X, da ein X. Während ich so Pi mal Daumen da so irgendwie so reinbutter. Ja, das ist das. Dann sagt er mir, ey, du hast den Schlagbohrer nicht an. Du musst hier umklippen, hier musst du auf 16 stellen und so. Hat nie was von gehört. Ja. Und irgendwie, aber es ist vor allem die Geduld und mit Ruhe da hinzukommen und sich dann auch mal die halbe Stunde nichts anderes zu machen, als diese Lampe anzubringen. Nein, es ist vor allen Dingen eins, was du und wir alle nicht gewohnt sind, sind tatsächlich erlernte, tatsächliche Fähigkeiten, die einem gewissen Prinzip folgen, sondern dieses, was du gerade gesagt hast, Pi mal Daumen, ja, das ist halt alles. Du wurstelst in deinem großen Wirrwarr aus Talent, rührst du immer so ein bisschen rum und hoffst, dass du irgendwas findest. Oder? Das ist wie, als wenn du in so eine Tasche greifst, ohne reinzugucken, suchst du da irgendwas. Ja. Und so ist das auch mit den Dingen, die du kannst. Es ist immer so, Hand in die Tasche, bisschen rumrühren und denken, ja, das fühlt sich so an wie das, was ich suche. Und dann nimmst du das raus und dann benutzt du das. Das ist so, so arbeitest du. Und viel auch nach Gefühl, weil da offenbar Dinge rauskommen, die man eben nicht erlernen kann und die dich dann auch abgrenzen. Ja. Es gibt aber Dinge, die muss man einfach lernen. Die muss man einfach drauf haben, wie eine Formel. Die muss man einfach auswendig lernen. Und da muss man dem folgen. Und das ist nicht individuell. Es geht da nicht darum, dass ich jetzt super geil gerade ein Brett anschrauben kann, sondern es gibt eine Methode, die ich erlernen kann, wie jeder das sehr gut machen kann. Und dieses Prinzip, das hast du in deinem Leben verlernt, weil alles, was du machst, das kannst auch nur du, weil es ist sowas ganz Besonderes, in gewisser Weise auch mit deiner Persönlichkeit verbunden ist. Diese Dinge, das sind einfach Dinge, die kannst du lernen in der Anleitung. Denn hier? Du hast doch gerade selber gesagt, dass du dir einen Hammer genommen hast und auf diese Tür eingehämmert hast. Das ist das, was mich auch richtig rasend und wütend macht. Ja, aber ich dachte, das ist was. Dass
dass du so ein Selbstbewusstsein hast, dass du denkst, ich kann das schon. Ja, und deswegen wärst du ein super Betrüger. Du wärst so ein richtig guter Betrüger. Das ärgert mich, weil ich zum Beispiel weiß ganz genau, ich handwerklich kann ich gar nichts. Und ich kann froh sein, dass ich mir nicht beide Hände absäge, wenn ich es versuche. Deswegen sage ich, ich kann das nicht. Ich rufe da jemanden an, der das kann, und der macht das dann. Und dann habe ich auch kein Gefühl, dass mir das irgendwie eine Zacken aus der Krone haut, weil ich sage, ich kann andere Sachen und der kann das und dann rufe ich den an. Auch wenn ich würde im Traum nicht auf die Idee kommen, in einem Mietshaus mit meinem Hammer an die allgemein genutzte Tür zu gehen und da so rumzuhämmern. Aber es ist auch schon verdächtig, dass du dann auch so gleich so eine Theorie entwickelst, als hättest du dir irgendwie bei einem Glas Wein abends mal Gedanken gemacht, wie das Handwerk so funktioniert. Und jetzt sagst du uns, wie das theoretisch alles funktioniert, und dann gehst du mit deinem Kinderhammer an die Tür und haust da dran. Ja, naja, ich habe gesehen, das war verbogen. Ich dachte, ich biegst in die andere Richtung, geht das wieder. Mit einem Hammer. Ja. So, also, und auch wenn euch das jetzt gefällt oder nicht, ne? Auch wenn jetzt euch das nochmal Klaas nicht aus gefällt. Der Broschüre über das Handwerk. Auch wenn euch das nicht gefällt, ich kann sowas. Ich kann sowas manchmal. Ich kann das besser, als ich dann will. Dann komm doch mal zu mir und bring die Lampen im Schlafzimmer an. Ich bin ja nicht irgend so und den Spiegel. Karl Arschloch, den man irgendwo hinbestellen kann. Wie, da kriegst du einen Kaffee und einen Keks, wie es die Freunde eben machen. Ja, genau. Du kannst das, ich kann das nicht Herr machen. Herr Professor Schneider, könnten Sie vielleicht nochmal die Tür reparieren? Ich erinnere mich daran. Ja. Aber so einer bin ich eben nicht. Deswegen habe ich überhaupt keine Freude daran. Aber ich habe zum Beispiel aus einem Baumstamm, richtig aus einem Baumstamm, so ein dicker Ast, so ein Baumstamm, daraus habe ich ein Schwert geschnitzt. Und dieses Schwert, mit dem Unterschied, dass es aus Holz ist, normalerweise sind Schwerter nicht aus Holz, sieht aus wie ein ganz normales Schwert. Ich habe das selber gemacht, mit meinen Händen. Es gibt aber Schattierungen von Schwertern, ne? Also in jeder Waldorfschule werden da vielleicht keine Schwerter gemacht. Das ist auch mal eine Schattierung von meinem Schwert. Ja, ich sag mir mal, also es kann ja aussehen wie ein Requisit von Game of Thrones, ne? Ja, so oder von Playmobil. Aus. Nee, das sieht so aus. Ich kann dir das ja mal zeigen. Ich habe das, hab das aus Langeweile gemacht im Lockdown. Und ich kann das zeigen. Ja, zeig's mal. Ja, mach ich. Werbung. Wisst ihr eigentlich, dass Vodafone der erste Mobilfunkanbieter in Deutschland war, der seinen Nutzern 5G ermöglicht hat? Also praktisch das 5G-Zeitalter, was ja jetzt nun da ist, das konnte das man als erstes... Das ist ultraschnelle Internet. Moment, Klaas. Was? Was kann 5G für mich als Privatnutzer machen? Für dich als Privatnutzer? Was also zum Beispiel mir? Bessere Reaktionszeit, also schnelle Downloads, Filme, Musik, sekundenschnell runterladen, Gaming in Echtzeit, auch nicht so schlecht. Ne? Und es gibt bessere Kapazität, also du kennst es auch so den Moment Silvester, ja? Da willst du dann irgendwie um 12 Uhr alle anrufen und so und frohes neues Jahr wünschen. Ja, und vor allem auch Videotelefonie. Internet, Videotelefonie, ne? Stabiles Internet. Weil das all geht das. Ja meist dann gar nicht. Ne? Das geht gar nicht, genau. Aber... Man kann hier mit dieser 5G-Technologie ohne Ausfälle so das Netz nutzen und auch Neujahrsgrüße verschicken, telefonieren, all das. Da braucht man natürlich ein Smartphone, mit dem das funktioniert, das ist klar. Aber ansonsten ja, ist das praktisch eine Netztechnologie, die im Ausbau ist, aber immer weiter voranschreitet und immer besser und ganzheitlicher funktioniert. Und Vodafone sind da die Pioniere. So sieht's aus, genau. Also, ihr könnt jetzt schon das schnellste Vodafone-Netz aller Zeiten nutzen mit 5G in allen Red- und Young-Tarifen ohne Extrakosten. Alle Infos natürlich dazu in den Shownotes. Ab in die Zukunft, Leute! Werbung Ende! Aber ich habe noch schlechte News, ne? Nämlich neben dem, man braucht Geduld, man hat irgendwie was, man hat das von der Pike auf gelernt und man weiß, wie man so eine Lampe anbringt. Es ist auch einfach Talent. Es ist genauso wie das Gelaber, von wegen wir können jeden Mitarbeiter ohne Probleme in den Schnitt schicken. Wenn der oft genug drin war, dann kommt der irgendwann raus und es sieht aus wie Magnolia geschnitten. Wird nicht passieren. Es ist zum gewissen Grad leider auch Talent, wie in vielen Bereichen. Und mein Bruder, der hat dann einfach das Talent, der muss sich das auch nicht anlesen, dem zeigst du die Gegenstände dreimal und dann bringt er das ordnungsgemäß an. Und das wird mir nie passieren. Genauso wie man vielleicht, also das ist ja das Tröstliche, vielleicht haben wir unsere Talente woanders. Ja, und das muss man akzeptieren. Das ist ja nur mein Plädoyer. Jetzt komme ich aber zu deinem Punkt. Mhm. Du rufst ja immer jemand an, der das dann für dich macht. Genau. Und da brauche ich jetzt wirklich mal einen Rat. Jetzt lass dir mal bitte. Ich habe wirklich ein Riesenproblem mit Handwerkern. Und zwar nicht eher das Typische, so von wegen, man weiß nicht, wie man mit denen reden soll und dies und das, was wir alles schon mal besprochen haben. Mit denen. Aber ich traue mich gar nicht, jemanden anzurufen. Und das ist wirklich. Das war immer schon ein Problem. Nee, das wird richtig, ein richtiges Problem. Ja. Ich habe so. Ich weiß ich. Ich wollte jetzt meine Spülmaschine, die wäscht nicht mehr sauber, ne?
Hä, so. Die teure? Ja, die teure. Mit dem Superdisc. Mit dem Superdisc. Die wollte ich jetzt auch kaufen. Was ja, ist das für ein Mist? Die spült nicht mehr. Und ich glaube, das habe ich schon rausgefunden, sie zieht nicht mehr so das Wasser richtig. Mhm. Also da irgendwo ist was verstopft oder irgendwas. Soll ich mit meinem Hammer mal bei? Nein. Und dann... Lass doch mal Klaas mit seinem Hammer kommen. Komm mit meinem Hammer einmal beikommen. Soll ich mal ein bisschen das rumkloppen? Er musste mal auf die Pumpe hauen. Wirklich, einmal kann ich hier hinten da beim Abzug, kann ich mal ein bisschen das freiklöppeln. Nur so mit so einem 12er Fräköhm muss man dabei. Und mit dem Röbelfröbel rüber. Von Ulms Röbelfröbel bin ich mit. Ja, ja, pass auf, das ist dann bei mir immer so. Ich google. Waschmaschine reparieren, ja. Berlin. Mhm. Da hast du 500 Anzeigen und dann gehst du aufs erste drauf und dann beginnst du. Guckst auf die Rezensionen und dann steht da hier Betrug. Hier das. Und ich habe da einfach so, also weil ich so gar keine Ahnung habe, wen ruft man an, wenn die Waschmaschine. Ja, den Hersteller. Ja, dann dachte ich auch. So, dann liest du aber als nächste, 170 Euro. Ja, ist teuer. Bei kostet 170 Euro. Also es wird gepiept. Das Geld aber nur. Ja. 170 Euro die Anfahrt. Dann heißt es aber auch, nur wenn wirklich Ersatzteile kaputt sind, ist es umsonst. Mhm. Das heißt, wenn ich irgendwie zu da blöd war... Da könnte ich mit meinem Hammer nachhelfen. Weil man nur irgendwo, vielleicht ist der Schlauch hinten abgeknickt oder so. Und dann merken die kommen, machen den Schlauch einmal und dann wollen die 170 Euro. Ja, na und du, das ist doch... Ich verstehe das ganze Problem. Egal, Hauptsache dann schäme ich mich, dass ich jemanden rufe, der die Waschmaschine ausbaut. Der kriegt doch dafür Geld, 170 Euro. Wann schämst du dich denn dafür, dass einer seine Waschmaschine... Arbeit. Das Ding ist aber jetzt, darf ich noch mal ein bisschen über Schmidt was erzählen? Ja. Ah ja. Ja, weil das einfach so ein bisschen... Los. Nee, so traurig ist es gar nicht. Aber ich kann mich daran erinnern, dass du wenn du bei Leuten anrufen musstest, hattest du schon immer ein großes Problem. Und man musste teilweise täglich kontrollieren, ob du diesen Anruf jetzt gemacht hast. Das und ich stimmt. bin ich früher in seinem Büro gegangen und habe gesagt, hast du da jetzt angerufen? Nee, das hatte ich jetzt noch nicht geschafft. Ich muss da jetzt später anrufen. Und jetzt ist eben Mittag, jetzt wird der gar nicht erreichbar sein. Also ich rufe dann später nochmal an. Heute ist ja auch Montag, dann lasse ich den jetzt erstmal so in die Woche starten. Ich rufe da mal so Dienstag, Mittwoch an. Und dann ruft er halt nie an. Und das liegt daran, dass du zu Leuten oder auch in offiziellen Positionen, Leute, die du nicht so gut kennst, hast du so eine komische Schwellenangst. Ja. Du magst nicht diesen sozialen Kontakt als Erster aufnehmen. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern daran, das ist mittlerweile auch besser geworden. Und so mittlerweile rufst du ja selbstständig fast überall an. So. Außer bei Handwerkern. Ja, aber früher bei Arbeitskollegen. Ich habe dann gesagt, du musst da jetzt anrufen, ansonsten wird das nicht klappen, was wir vorhaben. Wir haben jetzt sehr viel gearbeitet. Es ist jetzt wichtig, dass du da anrufst. Und wenn ich dich da anrufe und du dich an meinem Hosenbein klammerst und dich so versteckst hinter mir, dann kommst du nicht rüber wie der aber Chef. Aber Jakob, du weißt es auch. Also in 9 von 10 Fällen war es einfach so, weil Klaas ist auch ein im Raumbleiber. Der sagt so, ruf da mal an und dann stehst du da im Raum kontrollieren rum und willst dir das anhören. Nee, und da habe ich gar keinen Bock. Versteh dann sage ich dir, mach ich später. Ich kann auch nur alleine telefonieren. Ja, du gehst nämlich auch, ich habe dich auch schon aus jedem Raum gezogen, wo du telefonierst. Ja. Ist ja auch in Ordnung. Ist bei mir genauso. Ich gehe auch gern bei jedem raus. Aber bei Schmidt muss man halt daneben stehen mit einem Hämmerchen in der Hand und kontrollieren, ob er es wirklich macht. Aber was ich nicht verstehe, wenn jetzt ProSieben anruft und sagt, Herr Schmidt, bitte machen Sie eine Sendung. Das ist doch die sich dann, dass sie dir die Arbeit gegeben haben oder wie? Und sagen dann, jetzt haben wir den aber gestört. Ja, in dem Fall wirklich. So ist es doch genau mit dem Handwerker. Hier, das ist kaputt, kommen Sie, gib Geld. Ich habe wirklich schon mit Tim Sproten, unserem Kollegen, verhandelt, dass der für mich die Handwerker anruft und ich dafür ihm ab und zu mal einen Werbespot schreibe. Also ich würde für 25% von dem, was der Handwerker dann bei dir verdient, würde ich den Anruf machen. Also wenn da das draußen... Ist ein Angebot, ein freundschaftliches. Wenn da draußen jemand ist, der eine Spülmaschine reparieren kann, ne? Also wie gesagt, anscheinend kommt da das Wasser nicht mehr richtig rein, ich zahle auch gerne, aber der soll den Erstkontakt machen, weil ich werde ihn nicht anrufen. Also du wolltest so eine Art Tinder für so Handwerker. Ja, das wäre so. Dass ihr so eine Art Match habt, wo dann praktisch schon mal so eine soziale... Handwerker. Dass so eine Erstkontaktaufnahme über so ein soziales Netzwerk schon mal stattfindet, dass du jetzt nicht mehr das Gefühl hast, da könnt ihr euch dann schon mal so ein bisschen schreiben, was ihr für Hobbys habt und wie euch, weißt du, dass ihr keine Fremden mehr seid. Was ich auch hasse im Jahr 2021, dass man, wenn man da die Handwerker auf die Seite geht, ich liebe es, wenn man einen Termin online suchen kann, man sieht dann schon in dem Kalender, wann was frei ist, dann klickt man drauf, 15 Uhr, fertig, ab. Wenn dann aber irgendwie nur
Termine bitte telefonisch unter 030 bla bla bla. No. Finde ich schon viel. Also das Ding ist, ich bin immer per noch App die Generation. Geil. Per App. Ja, ich bin immer noch die Generation, wenn ich irgendwo im Internet was eingebe, dann denke ich, das liest sowieso keiner. Also ich muss mit denen anrufen. Weil ich denke auch immer, wenn ich Essen bestelle, dann wird, also da erinnere ich mich daran, wie ich früher in der Pizzeria Domino angerufen habe und gesagt habe, hier, gib mir den Pizza her. Ne? Und dann wusste ich, der hat das gehört, der weiß, wo ich wohne, da habe ich erklärt, wo er hin muss und so. Jetzt, wenn ich da irgendwo was eingebe, denke ich immer, na, wer weiß. Nein, ich liebe es. Gott sei Dank muss man nicht mehr in Pizzerien anrufen. Das stimmt. Und da irgendwie eine Salami. Was? Groß? Ja, groß. Zwei, ja, groß. Ja, nein, ohne. Ne? Sondern hier, so, man klick, tippt klick, das schön fertig. Ein. Ja, aber ja. Du, ich habe ja, also ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommen habt, außer euch, aber wir haben ja 70% unserer Mitarbeiter der Florida TV bei myhammer.de. Die haben sich gefunden, da, ja. Die haben gefunden, die haben sich ja. Gegenseitig unterboten, geldmäßig. Ja. Und wir haben immer die billigsten genommen. Ja. Und siehe da, es funktioniert. Ne? Ja. Ja, am Anfang großes Risiko, haben Leute gesagt, würde ich nicht machen und so. Am Ende endet ihr wie Endemol Schein. Mhm. Aber es ging. Ja. Wenn wir jetzt hier schon so ratgeberhaft unterwegs sind, ne? Fragen an den Prominenten. So, Klaas, bitte mal Ohren gespitzt. Ja, und jetzt bitte auch, es ist ein ernstes Thema. Wirklich, diesmal, ich versuche jetzt hier immer anzurennen, ja, um mal eine gewisse Ernsthaftigkeit hier reinzuholen. Okay, ich habe hier mit schlechter Laune angefangen, an mir liegt das nicht. Ja, ich meine ja auch nur ernst, nicht schlecht gelaunt. Ach so. Folgendes. also die Neurosen, die ich so ein bisschen habe mit der neu gewonnenen Schattenprominenz, so, die schwappen jetzt über auf meine Eltern. Es ist Folgendes passiert. Meine Eltern geht in Homburg-Kirberg in die Apotheke. Mhm. Wie Günther und Erna Klum. Wie Günther und Erna Klum. Und die Apothekerin hat eine 21-jährige Tochter. Sie sei hier gegrüßt. Und die hat irgendwie, hat sie mitgekriegt, wahrscheinlich auf dem Rezept steht ein Name und so, dass das die Mutter von dem Schmitti sein soll von Baywatch Berlin. Und dann ist die Verkäuferin ausgerastet in der Apotheke. Und auf die eingeschlagen. Nein, er hat da gesagt, ja, also das gibt's ja gar nicht hier, die echte Mechthild Schmidt, die Mama Schmidt, das gibt's ja gar nicht, die Mutter vom Schmidt, dann kommt eine andere Verkäuferin noch hinten aus dem Laden raus und sagt, was ist denn hier für ein Palaver, ne? Dann sagt die, kannst du dir vorstellen, das ist die Mutter vom Schmidt. Und meine Mutter, die war wirklich wie die Kuh, wenn's blitzt, ne? Die stand da, die wusste überhaupt nicht, was los ist, hat danach mich angerufen, die war richtig, also so. Aufgelöst. Aufgelöst ist, gelinde gesagt, aufgelöst. Und jetzt ist die Frage, wie geht da deine Mutter um, Klaas? Die wird ja wahrscheinlich auch oft angesprochen, dass das der Klaas ist, der sich hier den Donut in die Stirn spritzt und dies. Ja, ich habe ja einen verhältnismäßig auffälligen Nachnamen. Sie probiert die Vorteile zu nutzen. Dass man, sagen wir mal, als Kassenpatient trotzdem Chefarztbehandlung bekommt. Ja. Wir sind zwar nur bei der AOK, aber trotzdem wird sich gekümmert. Ja. Aber gibt es also, da irgendeinen Tipp von Mutter zu Mutter, wie man irgendwie sagen kann, ja, so? Die, also manchmal sagt sie einfach nur den halben Nachnamen, das hilft schon mal. So, damit man Ruhe hat. Und wenn der Name irgendwo draufsteht, immer andersrum hinlegen. Also wenn jetzt zum Beispiel auf so einer, meine Mutter arbeitet ja noch beim hat ja noch beim MDK gearbeitet, hat so Pflegeberatung gemacht und solche Sachen. Und da steht dann immer ihr Name auch auf so einer Mappe drauf und hat sie einfach mal andersrum auf den Tisch gelegt. Oh Mensch. Das ist ja, ist schon besser manchmal, ne? Dass man also nicht jetzt immer, vor allen Dingen, es ist ja auch nicht so, ich bin jetzt ja auch kein Nachrichtensprecher, auf den man jetzt durchgehend stolz ist. Ne? Ich bin ja jetzt nicht irgendwie Ingo Zamperoni, der wirklich einfach nur toll ist im Fernsehen, sondern es ist ja auch Woche für Woche, ändert sich ja der Aggregatzustand zum eigenen Kind. Also ob man jetzt irgendwie sauer ist oder stolz oder peinlich oder so. Das nennt man jede Woche anders und deswegen muss man, naja, ist es halt ein Schicksal, was auch mit sich mitentwickelt. Ich glaube, das war auch das Problem von meiner Mutter, dass sie jetzt nicht wusste, sie wird jetzt darauf angesprochen, weil ihr Sohn Bundesverdienstkreuz überreicht bekommen. Nee. Sondern sie wusste nicht, welche Folge von Baywatch Berlin hat sie jetzt gerade gehört? Muss sie sich jetzt arg schämen oder kann sie es, soll sie da jetzt so das ein bisschen ist, das ist das große Problem einfach. Genau, dass man meine Mutter, die hat das jetzt so abgehakt. Das ist so ein bisschen so, als wenn man sagt, der Junge nimmt Drogen, aber wir lieben den. So ist es ein bisschen, ne? Also, wo einfach die Mutterliebe stärker ist als diese Angriffe von außen. Wo man einfach sagt, ich beschütze den jetzt, ne? Also, bei meiner Mutter ist ein gewisser Schutzeffekt und sie sagt fast trotzig: Ja, das ist mein Sohn. Haben Sie ein Problem damit? Ne? Also, da kommt dieser Trotz so durch, zu sagen, wie eine Löwenmutter eigentlich, die mich beschützen will, auch vor der, ne? Das ist unsere Familie. Wir haben immer noch, auch
trotz dessen, was mein Junge da die letzten 15 Jahre gemacht hat, haben wir noch sowas wie eine Familienehre, auch wenn Sie sich das hier in der Apotheke nicht vorstellen können. Aber das klingt schon so verbittert, also so mit den beiden Fäusten hoch. Ja, also erstmal war meine Mutter so halt irgendwie erstarrt, aber ich glaube, sie hat, glaube ich, schon auch so ein bisschen gefreut. Und dass da sowas los war und die haben das offensichtlich mit was Positivem verbunden. Naja, da hat ja zum Beispiel, ihr erinnert euch an die Geschehnisse rund um Louis C.K. Mhm. Und Louis C.K. hat so einen kleinen Skandal gehabt, ja, kleines Gut, also einen riesengroßen weltweiten Skandal und hat dann einige Zeit irgendwie nichts gemacht und so weiter und hat dann aber nochmal von der Zeit jetzt erzählt. Wir müssen doch ein bisschen mehr sagen, ne? Er ist ein Comedian. Ist ein Comedian, genau, und er hat, also es ist folgendermaßen, ist ein Comedian und ist negativ aufgefallen dadurch, dass er masturbiert hat vor Leuten, die das einigermaßen. Da fällt man negativ auf. Ja, vor Frauen, die das nicht gewollt haben. Die Situation nicht gewollt hat es nicht hergegeben. Die wurden irgendwie so überrumpelt. Der hat dann irgendwie so komisch nochmal gefragt, ist das jetzt in Ordnung oder nicht? Und die haben dann irgendwas gesagt. Auf jeden Fall, also es war sehr unangebracht. Und das wurde dementsprechend in der Öffentlichkeit völlig so, wie es sein muss, besprochen. Und das weltweit. Er hat dann aber im Nachhinein erzählt, dass seine Mutter oft einfach Artikel, wo er vorkommt, ihm geschickt hat. Und hat dann gesagt, hey Louis, du bist in der New York Times. Und es war für ihn schwierig, der Mutter zu sagen, well, das ist jetzt nicht nur gut. Ja. So, es kann auch schlimmer werden. Hat Mechthild denn was gratis bekommen in der Apotheke? Nein, das braucht sie nicht, das will sie nicht. Aber da wird sich doch schon freuen. Wieso, ein Tierposter? Die ist einfach nur froh, wenn sie sich nicht schämen Packung muss. Taschentücher, gar nichts umsonst gekriegt. Nix. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber das wäre ja nur richtig, dass man dann mal als Anerkennung, wenn man ein treuer Hörer ist, deiner Mutter auch mal, sag ich mal, ein teures Medikament mal kostenlos in die jetzt Tasche steckt. Jetzt hör auf, weißt du, was das für einen Effekt hat? Je mehr wir darüber reden, ich habe es jetzt angefangen, ja? Und ich bereue es währenddessen schon, weil ich weiß, meine Mutter traut sich irgendwann gar nicht mehr aus dem Haus. Oh Mensch, wenn sie jetzt das Gefühl hat, sie geht in die Apotheke und da warten die schon mit den Tempotaschentüchern, die sie umsonst überreicht kriegt und so. Wieso? Ach, das muss man dann irgendwann ist es ja nicht mehr, also man kann es ja nicht mehr ändern. Meine Oma beispielsweise, die hat das ganz toll gemacht. Die ist praktisch, hat die Leute richtig gestört damit. Meine Oma hieß nicht ganz so wie ich. Das heißt, das musste man schon dazu sagen, dass ich ihr Enkel bin. Und das hat sie aber geschafft. In jeder noch so lebensfernen Situation hat sie es da irgendwie untergebracht, dass ich ihr Enkel bin. Und hatte wirklich einen hohen Verschleiß an Autogrammkarten. Und ich habe dann immer zu ihr gesagt, Oma, kann es denn wirklich sein, dass so viele Leute nach Autogrammen fragen? Und raus kommt dann natürlich in einer kleinen Stadt wie Oldenburg, dass meine Oma wirklich damit die praktisch überall verteilt hat. Einfach so, als hätte sie so Postwurfsendungen. Ne? Diese Leute, die diese Karten in die Autos reinstecken. Kennt ihr das? Hier in Berlin gibt es das, dass so Leute sagen, wir kaufen ihr Auto und steckt das so in die Scheibe rein. So ähnlich hat meine Oma das mit meinen Autogrammkarten gemacht. Die waren also alle weg dann immer. Und sie hat sich davon Vorteile erhofft. Ich weiß nicht, ob sie gekriegt hat, aber wenn sie dann zu ihrem Arzt, Dr. Otremba, gegangen ist, dann hatten alle mindestens schon 3 Autogrammkarten von ihr. Ne? Und sie hat dann natürlich auch vergessen, wem sie schon eine zugesteckt hat und so. Und dann will man auch nicht Nein sagen. Also die können mittlerweile da ihre Praxis tapezieren mit meinen Autogrammkarten. Und so geht's auch. Und meine Oma hat mich auch mal so richtig vorgeführt als lustigen Furzbär, indem sie gesagt hat, wir gehen jetzt mal in die Innenstadt. Oh. Und das ist ein paar Jahre her. Und in Oldenburg, so, ne? Da gibt es eine richtige Fußgängerzone. Und trotzdem eine kleine Stadt, aber viele Menschen, verhältnismäßig. Und dann hat sie gesagt, so, wir gehen jetzt in die Innenstadt. Und dann habe ich gesagt, das ist nicht so eine gute Idee. Dann hat sie gesagt, warum denn nicht? Ich habe gesagt, weil das, weil man sich da nicht so gut unterhalten kann dann. Ne? Und sagt, doch, wir gehen jetzt einen Kaffee trinken. Sag, wo denn? Am Leffers-Eck. Ich sage, ja, aber das ist ja genau so mittendrin, so fast auf dem sogenannten Präsentierteller würden wir dann da sitzen. Ja, genau und so. Und sie hat auch kein Geheimnis daraus gemacht, dass sie einfach mal sehen wollte, wie das dann ist. Es ist so auch wie süß. Don King vor Mike Tyson, so wenn der in der hat irgendwie noch den Gürtel hochgehalten, während sie mit dir in die Innenstadt gelaufen ist. Genau, 2 Autogrammkarten hat sie hochgestreckt. Und das ist wie Paul Bearer eigentlich vor dem Undertaker rumgelaufen ist. Und und irgendwann tatsächlich habe ich sie dann nicht mehr gesehen, weil das wurde ihr dann doch zu viel und dann ist sie in so einen Laden abgehauen. Da habe ich gesagt, Oma, so geht's nicht. Ne? Also wenn du das hier alles anzettelst, dann leb halt mit dem Chaos. Ja. Und das war auch das letzte Mal, dass wir das dann gemacht haben. Aber dann wollte sie mal sehen, wie das so ist und dann wusste sie das und wusste jetzt auch, warum ich gesagt habe, dass das eine blöde Idee ist.
Was war jetzt der Tipp an meine Mutter, wenn sie so konfrontiert wird mit... Ne, einfach die Vorteile nutzen, weil es hilft jetzt eh nichts mehr. Man kann sich jetzt nicht mehr verleugnen und es reicht alles nicht für ein Zeugenschutzprogramm. Also sie kriegt jetzt nicht eine neue Identität und wird irgendwo in Dänemark ein neues Leben anfangen können. Das wird nicht passieren. Das heißt, sie muss jetzt einfach damit umgehen, dass es so ist, wie es ist. Und jetzt heißt es halt Tierposter und Taschentücher und vielleicht auch mal ein oder andere aus dem BTM-Schrank umsonst kriegen in der Apotheke und auch sonst vielleicht mal hier und da eine Wurst auf die Hand. Ja. Eine Leona umsonst beim Schlachter oder was weiß ich, was man im Saarland so bekommt. Sie sollte offensiv damit umgehen, meinst du? Offensiv also jetzt nicht, aber zumindest sich nicht verleugnen. Das wirkt nach unsouverän, ne? Also Mama, wir lassen dir mal das Baywatch Berlin Merch zukommen. Dann kannst du durch Homburg laufen, ja. Hast die T-Shirts an von meiner Katze, unser Tour-Shirt, ja. Da gibt es die zweite Auflage. Aber wie ist das jetzt, also inhaltlich, wie fühlt man sich als Mutter, wenn man ein T-Shirt trägt, auf dem draufsteht Verified by Thomas Schmidt, der eigene, also dass du praktisch deine Mutter verified hast. Ja, scheiße, für was verified man seine eigene Mutter? Oh. Ich habe mich auch schon gefragt, ob ich meiner Mutter so ein Baywatch-Shirt zu Weihnachten überreichen kann. Und ob die sich dann gezwungen fühlt, das dann bei der Arbeit seriös zu tragen. Würdest du das machen? Der Gedankenprozess kam zu folgendem Fazit, dass ich gesagt habe, ich schenke es nicht und ich lasse es sein. Also weil das geht nicht zusammen, dass sie so ein T-Shirt trägt. Wenn meine Mutter so ein T-Shirt trägt, sieht die aus wie beim Frauentauschen. Das geht nicht. Meine Mutter zieht sich wirklich sehr schön an, muss man sagen. Ja. Ne? Also die wirklich so, ich würde jetzt nicht sagen ihrem Alter entsprechend, weil es ist einfach so ihrem Typ entsprechend. Sie weiß sehr gut, was ihr gut steht und das zieht sie an. Meine Schwester hilft ein bisschen nach und und es sieht ja wirklich toll aus. Sie sieht elegante Dame. Ja. Das will sie jetzt nicht hören, aber sie sieht toll aus. Aber wenn sie jetzt einfach sich so ein olles T-Shirt überzieht, dann sieht es wirklich aus. Das T-Shirt, um Gottes Nein, Willen. Nein, bei ihr sieht das dann so aus. Ach weißt so. Du, das ist, wenn sie sich das einmal ist ein T-Shirt beste anzieht, Qualität, hallo! Das ist die beste Qualität, aber trotzdem ist es dann vom Bild her nicht mehr weit weg, bis sie dann auf so einer Couch sitzt, wo hinten so die Plüschtiere so aufgereiht sind. Weißt du, so die Kuscheltiere auf der Sofa. Zigaretten stopfen und so ein Tischmülleimer. Ja. Weißt du, der Zentralrat der Fliesentischbesitzer, der dann tagt, ne, mit meiner Mutter mit einem Baywatch. Ja. Baywatch Berlin. Ja, ist vielleicht nichts für die Mutter, aber für euch. Also schaut da mal in den Shop, wenn ihr da noch Interesse habt. Wir können wieder liefern. Ne? Studio Bummens hat eingesehen, dass vielleicht 10 Hemden zu wenig sind. Und sofort war bei mir schon wieder die Panik und ich habe euch ja auch genervt. Ja. Habe gesagt, Leute, ihr müsst jetzt nochmal sagen, dass es diese T-Shirts wieder gibt, weil für mich wirklich schlaflose Nächte, diese Peinlichkeit, wenn da jetzt so die T-Shirts, ich stelle mir immer vor, dass die bis zur Decke gestapelt werden und irgendwann so ein Anruf kommt von Studio Bummens und sagt, die Fetzen verkaufen sich nicht. Yes. Nehmt euren Scheiß, bitte könnt ihr abholen, kriegt ihr auch geschenkt, stellt sie irgendwie an die Straße. Das ist für mich so ein Albtraum, dass ich euch genervt habe. So, ihr müsst dann nochmal sagen, bitte, bitte, bitte. Ich habe eine neue Idee für Merch auch, das damit zu tun hat, denn wir haben ja schon öfter über die Leute gesprochen, die Sachen an die Straße stellen. Ne? Ja. Die dann halt so irgendwie sagen, zu verschenken, hier meine Folgepiste, Matratze oder irgendwie... keine Ahnung, ein bisschen Kacke habe ich hier noch zu verschenken. Wer will sie haben? Ja. Bitte sehr. Ne? Freut sich ja vielleicht noch ich einer Ich werde auch noch ne? diese Woche was an die Straße stellen. Ja? Ja, ich habe nur so einen Spiegel. Der muss dich weg. Selber im kurzen Röckchen? Vielleicht. Ja? Aufreizen mit einem gelupften Knie? Nee, ist ja zurzeit nicht erlaubt. Ah ja. Wegen Corona. Corona macht mir da einen Strich durch die Rechnung. Aber was ist deine Idee? Meine Idee wäre, weil ich finde ja eigentlich die Weiterentwicklung, die gibt es bei mir in der Straße, ich hasse ist, wenn Leute, und das ist wieder so eins von diesen passiv-aggressiven Schildern, wir hatten doch mal dieses, wir halten bitte Abstand, ne? Kennen wir ja, das, also wo durch das Schild, durch die Formulierung im Schild schon eine gewisse Aggressivität durchscheint, Vorwurf, wo man auch sagt, wer nimmt sich denn auch die Zeit, sowas dann zu machen, denn es gibt Leute, die verschenken was, okay, kann man finden, wie man will, es gibt welche, die sagen, ach guck mal, ein Buch, was 20 Jahre alt ist und 40 Seiten fehlen, toll, freue ich mich drüber, dann gibt es welche, die sagen, ist mir egal und dann gibt es welche, die sagen, der soll das hier wegräumen. Und dann gibt es aber die nächste Weiterentwicklung davon, sind Leute, die sich zu Hause selber hinsetzen und noch ein zweites Schild basteln, auf dem draufsteht, danke, wir haben es gesehen, kannst du wieder wegräumen. Und das ist passiv-aggressiv, zu sagen, danke, wir haben es gesehen. Wer wir? Die Straße oder was? Ja, ich wohne ja auch in dieser Straße. Ich habe das vielleicht noch nicht gesehen. Da müsstest du ein Schild basteln. Ja. Moment mal, ich habe es noch nicht gesehen. Ja. Und ich fand die Waren ehrlich gesagt ganz reizvoll. Ja, und wer weiß, wer hier morgen noch vorbeikommt. Ja. Danke, wir haben es gesehen, als wäre man so ein heimlicher Geheimbürgermeister, der irgendwie in der Straße sagt, wir alle hier, wir haben das jetzt gesehen, bitte wieder wegräumen. Also geht
als Deutscher, das ist doch, also danke, wir haben es gesehen. Ja. Frechheit. Bitte wieder, das ist, aber ich finde es falsch. War, wo war jetzt der Merch-Gedanke? Ja, als Aufkleber, wo das draufsteht. Danke, wir haben es gesehen. Danke, wir haben es gesehen. Die man überall draufkleben kann. Danke, wir haben es gesehen. Bitte wieder, also kann man überall drauf machen eigentlich, ne? Stimmt. Ja, auf ganz viele tolle Sachen kann man das drauf machen. Man kann auch so auf so Tourankündigungsplakate von irgendwelchen, von David Garrett Live oder so. Danke, wir haben es gesehen. Kann weg. Ja, bitte, danke, wir haben es gesehen. Ja. Ich hab ja, wir haben ja schon öfter gesagt, dass wir mit, als Baywatch niemals auf Tour gehen würden. Ne? Also da der waren Titel wir uns ja wäre, einig. Danke, wir haben es gesehen. Ich habe aber auf der anderen Seite, es wäre irgendwie, jetzt war die Chance. Wir hätten jetzt sagen können, wir gehen auf Tour. Aha. Und dann mussten wir es leider, leider absagen wegen Corona. Stimmt. Ach so, ja. Wir können das, das Ticketgeld praktisch einbehalten. Nee, ich glaube, das haut nicht. Oder was aber war so das Gefühl, man hätte irgendwie sagen stimmt, können, so, ja. Guck mal, wir hätten behaupten können, die wäre ja sofort ausverkauft gewesen. Da. Ja, stimmt. In jeder Stadt hätten wir, Europa-Tour hätten wir gemacht. Aber leider mussten wir es wieder absagen. Aber weißt du, warum wir nächstes Jahr nicht touren können, obwohl wir dringend wegen wollen? Kein Bock. Nein, weil die ganzen, natürlich alle Hallen sind jetzt schon vorgebucht für die ganzen Bands, die jetzt verschoben haben. Hm. Weil wir würden ja gerne touren, aber Rammstein zum Beispiel hat ja jetzt schon wahrscheinlich alles ausgebucht, ja. Falls sie wieder auf Tour gehen können nächstes Jahr ab Sommer. Mhm. Und dann kommt Coldplay und Foo Fighters und wir werden jetzt gar nicht in unsere Hallen kommen, geschweige denn wir kommen auch nicht an die ganze Crew ran, die wir bräuchten, um so ein Ding zu schultern. Wir bräuchten ja eine 30-köpfige Crew, wir bräuchten die LKWs, wir brauchen die ganzen Bühnen, aber das Licht, Pyro. Also wir wollen gerne touren nächstes Jahr, ganz, es war schon geplant, wir wollten es eigentlich heute sagen, aber wir kommen jetzt gar nicht an die Slots ran. Aber wenn Rammstein oder Coldplay im Vorprogramm spielen wollen, das wär dann wäre okay. Was möglich. Das wäre für uns okay, ja. 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 Also es gibt also es wird schwierig nächstes Jahr auch. Ja, nee, ja. Also man muss sagen, eine Live-Tour sehe ich auch gar nicht. Vielleicht in der Apotheke in Kirberg. Da könnten wir mal eine live in der Apotheke in Kirberg. Baywatch Berlin. Das klingt gut. Das wäre eigentlich gut, ja. 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 Ich wollte euch noch aufmerksam machen auf die Spionage und Kriminalgeschichte der Woche. Es ist eine Geschichte, die im Grunde alles, was wir über Polizei und Spionagearbeit wissen, oder zu wissen geglaubt haben, in den Schatten stellt. Denn es gibt eine komplett neue Methode, große Verschwörungen aufzudecken. Und man hat ja schon einiges versucht. Man hat Spezialdrohnen losgeschickt, um Gebiete auszukundschaften. Man hat über Satelliten geschaut, wie kommt man ganz nah ran, um zu gucken, hat der Iran Atomkraftwerk? Oder man hat so winzig kleine Minikameras irgendwie in den Hoden verbaut, um da auszuspionieren. Was weiß ich. Alles ja. Ist möglich, ne? Ja. Und diese Woche hat gezeigt, es gibt eine Spionagetechnik, die im Grunde alles toppt und die heißt Anrufen. Es ist die Methode Nawalny. Ich bringe euch nochmal in die Geschichte rein. Ja, sehr gut, ja. Also Alexei Nawalny wurde vergiftet mit Novichok auf einem Flug von, was weiß ich, wie nach Moskau. Und das wäre ein langer Flug gewesen. Mhm. Und wenn dieser Flug so stattgefunden hätte, wie vermutet, dann wäre er dort auf diesem Flug gestorben. Denn er wurde kurz vorher vergiftet. Und ist dann in den Flieger gestiegen und nur weil er dann erste Anzeichen hatte und wirklich vor Schmerzen geschrien hatte und schon nicht mehr ansprechbar war und der Pilot entschieden hat, er landet jetzt wieder sonst irgendwo auf irgendeinem Flughafen. Sogar entgegen eines Landeverbots. Genau, also es gab sogar ein Landeverbot, weil die haben gesagt, wir haben hier eine Bombendrohung, ihr könnt hier nicht landen. Rein und so. Zufällig. Hat er sich aber darüber hinweggesetzt, ist notgelandet und Nawalny wurde schnell behandelt, auch irgendwie wohl mit Atropin, was ein Gegenmittel ist für so Novichok-Vergiftung und nur dieser Tatsache hat er im Grunde sein Leben zu verdanken und auch, weil er dann schnell in die Charité hier nach Berlin kam und deutsche Ärzte, die dort arbeiten, wohl extrem bewandert sind mit solcherlei Vergiftungen und ihm im Grunde hier das Leben final dann gerettet haben. Heute erfreut er sich wieder guter oder besserer Gesundheit, ist glaube ich nach wie vor in Berlin und es gab eine große Recherche, glaube ich, von CNN und verschiedenen... Bellycat und glaube ich, dem Spiegel zusammen. Vielleicht vergesse ich jetzt einige, die haben versucht nochmal herauszufinden, wer sind die Menschen, die diese Vergiftung zu verantworten haben, denn es geht ja übergeordnet noch um die große Frage, welche Rolle spielt der russische Staat an dieser Vergiftung von Nawalny, der ja ein großer Gegenspieler auch ist und war von Putin und Putin sagt nach wie vor, wir haben damit nichts zu tun und wir warten auf Beweise, die das Gegenteil zeigen. Der hat ihm ja auch gute Besserung gewünscht, muss man sagen, hat ihm gute Besserung kann das gewünscht. Ja gar nicht. Und dann kam raus in dieser Recherche, es gibt 8 Leute vom russischen Geheimdienst, die immer, wenn Nawalny über mehrere Nächte irgendwo hingeflogen ist, auch dort waren. Seitdem ja glaube ich 2000
2013 sind die immer schon vorgereist. Und das sind Leute, die haben auch zu tun mit den russischen Laboren, in denen mit Novichok experimentiert wird, also diesem Nervengift. Und es ist relativ klar, auch die Bewegungsprofile zeigen, die waren eigentlich immer da, wenn er länger weg war. Ja. Es gab auch schon andere Versuche, ihn zu vergiften. Das konnte man dann ablesen, dass er schon mal ähnliche Symptome hatte, die aber nicht so stark waren. Und über Nacht war dann klar, also diese 8 Männer könnten es sein. Und es war klar, am nächsten Tag wird das veröffentlicht weltweit. Mhm. Und da hatte Nawalny eine, wie ich finde, sensationelle Idee. Der hat sich gesagt, ich rufe jetzt mit verschiedenen Strategien diese 8 Leute an. Mhm. Den ersten hat er angerufen und hat gesagt, hallo, hier ist der Nawalny, ich wollte mal fragen, warum sie mich umbringen wollten. Dann gab es so 10 Sekunden Stille, hat der Typ aufgelegt, klick. Dann hat er den nächsten angerufen mit verstellter Stimme und kam irgendwie auch raus, dass es Quatsch war. Ich stelle mir so ein bisschen vor wie bei Anruf Udo oder wenn du so mit dem ja, weißt du, diesen Podcast-Aufnahmen bei Leuten anrufst und den da auf den Zwirn gehst. So ein bisschen, ne? Ja, so ein bisschen, ja, klar. War's. Ja, so als wenn man so als Helmut Kohl ja irgendwo anruft oder aber als Ralf Möller, diese witzigen, wenn die Leute genau so witzig ihre Crazy Phone ihre ja Stimmen verstellen. Da gibt es ja einige, aber auch so im erweiterten Kreis, die das gut können. So. Ich glaube also, das ist die historische Vorlage. Und beim letzten Typen hat er sich ausgegeben als jemand vom Stab Putins, der nochmal aufklären will für die Zukunft, was ist am Fall Nawalny schiefgegangen, also warum ist der nicht wieso tot? Wieso lebt er noch? Genau. Warum lebt er noch? Und er will das hat jetzt alles... Hat den zusammengepfiffen, genau, im Auftrag Putins. Will das alles jetzt nochmal durchgehen. Und dann hat er ihn auch so mit barschem Ton da so durchgeführt und hat gefragt, wo habt ihr das Gift angebracht? Und dabei kam raus, die haben das Gift in der Innenseite der Unterhose haben die das platziert. Das ist wohl so ein Pulver, was aus 2 Komponenten zusammengekippt wird, dann haben genau, die das in die Unterhose. Genau, das ist so ein Kontaktding, das ist, war genau ja damals in Salisbury, war das ja auch genau so, nur so auf der Türklinke und so, ja, und da reicht wohl also ganz, 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 ganz wenig, um einen Rieseneffekt zu ja haben. Und die haben das auf die Innenseite der Unterhose angebracht und dann hat er den weiter durchgefragt. Ja, und warum ist es denn schiefgelaufen? Dann hat er eben das erzählt, dass der Flug nur zu kurz war. Wenn der länger gewesen wäre, hätte es geklappt. Dann hat er ihn gefragt, na auch noch, wer da beteiligt war. Und er hat auch genau die 2 Leute genannt, die dort vor Ort die Operation durchgeführt haben. Und es kam eben auch raus in diesem Telefonat, dass die auch versucht haben, dann den Tatort zu reinigen. Das haben sie auch gemacht. Das kam weiterhin raus, dass die 2 Männer, die diesen Mordanschlag versucht haben, dass die kurz vorher in der Nähe von Sotschi waren, wo die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass Putin auch in der Nähe zu diesem Zeitpunkt von Sotschi war, weil er da so eine Art Sommerresidenz hat. Und es gibt eben große Indizien dafür, dass die sich da abgesprochen haben. Dann sind sie an den Ort geflogen, wo Nawalny eben war. Und dann hat das alles stattgefunden mit dem Pülverchen und so. Und das hat alles im Grunde Nawalny jetzt selber als Opfer aufgedeckt durch diesen Scherzanruf. Ja, wenn man das nicht alles selber macht. Ja. Für Anschlagsopfer und für mich ja gilt anrufen. Einfach bei mir die Handwerker, ja, bei dem ja seine Das ist das Ding, weil ja wenn du nämlich, das ist nämlich wahrscheinlich auch so ein bisschen das, was Jakob dir damit sagen will, ne? Ja. wenn du weiterhin deine Telefonanrufhemmung so ja in deinem Leben bei lässt, Handwerkern, ne? Bitte. Also bitte, es ist wirklich nicht, ich rufe. Ja, also dass du jetzt irgendwie, ich glaube, einen Auftragsmörder, dass du da jetzt mehr Bock hast, den anzurufen, glaube ich dir nicht. Nur, also jetzt, also wenn du schon, andersrum wird ein Schuh draus, wenn du sagst, wenn du schon bei Handwerkern ein Problem hast, wirst du deinen Mörder wohl auch nicht so gern anrufen. Den würde ich eher anrufen als jemand, der die Spülmaschine repariert. Aber ihr habt recht, es ist das Fazit. Man muss einfach mal anrufen, egal was einem widerfährt, einfach mal mit verstellter Stimme anrufen und nachfragen. Ja, vielleicht kann auch so überhaupt diese ganzen Sachen, also hier so Snowden und so weiter, ja. Vielleicht hätte das eigentlich gar nicht diesen Riesenaufstand ja da gebraucht, vielleicht hätte einfach der kleine Nils dann mal irgendwo angerufen, der kleine Nils von, was ist das, Radio PSR, das sinnlos Telefon oder sowas, ja? Warum? Hallo, hier ist der kleine Nils. Ich wollte mal fragen, ob ihr im großen Stile Daten sammelt. Zum Beispiel, ne? So, ja, ja. So, und dann, dass man ja dann einfach, und dann ist dann irgendjemand da am Ding so, also, deine Eltern denn? Ja, machen wir. Wir sammeln die Daten. Natürlich, Metadaten, ne? Ja, machen wir. Natürlich, klar. Das müssen wir ja, ne? Das ist ja riesengroß. Wir wollen ja die Leute ausspähen, ja, ne? Wo sind deine Eltern? Sind die gar nicht zu Hause? Hallo, ich bin der kleine Nils, ich wollte mal fragen, ob es UFOs wirklich gibt. Ja, die gibt's, aber das darf man ja nicht sagen. Ne? Vor allem den Erwachsenen darf man das nicht sagen. Ne? Ja, hallo, hier ist der kleine Nils. Haben Sie mal den Code vom Atomkoffer? Ja, den haben wir. Das ist X400294. Hast du das aufgeschrieben? Ja.
Ja, vielleicht ist das wirklich in Zukunft das diplomatische Mittel der Wahl. Also mit einem Telefon und einem mutigen Anrufer kann man im Grunde eine ganze Zeitung bestreiten in Zukunft. Ja, definitiv, ja. Das ist so schön. Schön, oder? Ich habe noch was. Ich war erstmals zu Gast bei in einem fremden Podcast. Nicht hier in unserem Wohnzimmer. Bitte. Unter eurem Schutz, ja. Mhm. Sondern ich habe mich breitschlagen lassen von unserem Steven Gätchen, der den Podcast Kino oder Couch hat. Ihr wart beide schon mal zu Gast. Ja, wir waren da auch schon. Ja, wegen der Kohle bin ich da hingegangen. Du hast Kohle gekriegt? Ja, klar, 10.000 Euro. Du Arschloch. Ja. Okay. also habe ich nicht, aber der hat mich wirklich ganz lieb gefragt und irgendwie. Vor allem, du bist ja von uns dreien der Einzige, der sich wirklich mit Filmen auskennt. Weil das ist das Riesenproblem. Das ist ja die Sache. Das ist das Riesenproblem. Du hast da dieses Bett, das hast du sogar in dem Podcast, da hast du ihm das immer wieder gesagt: ja, ruf mal den Schmidt an, der kennt sich so gut aus. Ja, stimmt doch auch. Und ich schwöre euch, ich war so aufgeregt wie zuletzt vor irgendeiner Mathearbeit in der 9. Klasse. So, ich war den ganzen Tag, bin ich so durch die Wohnung gehühnert und habe irgendwie so überlegt, okay, was musst du jetzt machen? Dann habe ich mir angehört, wie Jakob da war. Und Jakob hat den da an die Wand geredet. Ach, in geschliffenen Sätzen da, bumm, um bisschen die Wand geplaudert haben sie. Da was hörst du dann ganz an? Ich habe da reingesagt, ich musste das auch abbrechen, weil mein Nervenkostüm war im Arsch. Okay. So, ich wäre durch die Musterung gefallen mit dem Puls. Und das war den ganzen Tag. Und ich war wirklich wie ein Kind aufgeregt. Und dann ist was passiert. Also es war wirklich auch nett und wir haben uns da unterhalten. Kann man sich gerne anhören. Kommt nämlich am 24. um 0 Uhr raus. Also ist jetzt schon draußen. Ist draußen. Und dann war aber so ein Effekt, den ich jahrelang beschmunzelt habe. Und zwar, wenn man viel mit Künstlern zusammenarbeitet, und das tun wir von Berufswegen. Das ist so, ja. Dann, und das meine ich wirklich, das ist gar nicht, man stellt schon fest, dass viele so ein bisschen unsicher sind in der Bewertung ihrer eigenen Performance. Und was dann passiert, ist, es gibt nochmal so nach der Sendung den Anruf. Und dann heißt es so, ey, war ich wirklich gut? War das wirklich okay? Habe ich mich zum Clown gemacht? War es irgendwie peinlich? Und das ist immer so, da kann man, das ist das Schöne in unserem Job hinter der Kamera, dass man dann so, dann kann man den Künstler mal beruhigen, kann dem so virtuell auf die Schulter klopfen und sagen, das hast du gut gemacht, du warst wirklich einer der besten Gäste, die wir je hatten und so. Und man dachte sich so, warum sind die, die sind in ganz Deutschland bekannt, die haben... Also die das sind Promis, da rüttelt niemand dran. Und warum sind die dann wie kleine Kinder manchmal, wenn die aus unseren Shows kommen und haben auf einmal so, wollen die diese Bestätigung und sind wirklich unsicher. Und das ist nicht Fishing for Compliments, sondern wirklich unsicher, wie sie da waren. Und genau so war ich auch. Ich habe da mit dem Podcast aufgelegt und dann schreibe ich dann Steven Gätchen so eine SMS, wo ich dann so, Steven, also meinst du nicht, das war ein bisschen, ich will nicht, das klingt das vielleicht arrogant und wollte, ich habe so Angst, dass das irgendwie, und ich weiß genau, der hat das gelesen, hat sich gedacht, ach, wieder so einer. Wahrscheinlich muss er bei jedem auch immer schreiben, nein, das hast du gut gemacht, das war super, das war ein sehr schönes Gespräch. Schauspieler, Moderatoren und jedwede Promis sind 90% Babys. Ja. Das stellt man einfach fest. Schauspieler noch ein bisschen schlimmer, ehrlich gesagt. Die sind so richtig verrückt. Und also richtig super durchgeknallt, die meisten Schauspieler. Aber bei Moderatoren, bei Leuten, die sowieso sich auf eine Bühne stellen und so. Also selbst wir hier in diesem Podcast-Ding und auch mit eurem dann doch eher partiellen Zugriff auf die Öffentlichkeit und eure Teilnahme, die ja nun zumindest hier durch den Podcast limitiert ist, selbst bei euch wird man irgendeine Neigung feststellen, irgendeine Persönlichkeits, ja, jetzt ein großes Wort, aber Störung, die euch dazu bringt, dass ihr das hier macht. Also normale Leute, die diese Unsicherheit nicht in sich tragen, die machen das dann auch nicht. Es gibt ja schon auch den Schlag von Promis, denen alles egal ist, die sich einfach immer super gut finden. Das und denken super die. Geil. Ja, aber die haben auch, da geht es auch ums, da nehme ich mir ja auch nicht aus. Also es gibt diesen kleinen Punkt, den man in sich hat, da geht es ums beklatscht werden. Und wenn das dann mal ausbleibt oder anders ist als erwartet oder, da kann man noch so sehr da die Rampensau spielen. Es gibt dann schon den Moment. Es gibt welche, die das dann mit Leuten teilen und es gibt welche, die das dann ganz heimlich komplett alleine machen. Aber so ohne sowas, die wenigsten.
Ja, also ich habe da schon gemerkt, auch was ihr, dass das hier wirklich mit euch beiden, das ist die einzige Möglichkeit, wie ich sowas durchhalte. Ach Quatsch, das war wirklich, bestimmt gut. Es war super nett und ich glaube. Jetzt fängt das schon wieder an, ne? Was ist denn so, ne? Nein, es war nett und ich glaube, jetzt so wahnsinnig blamiert hat man sich nicht. Und es war ein super Gespräch, 2 Stunden lang. Worum ging es denn? Genau, ich höre mir das an, Schmitty. Naja, ich habe mir von meinen Lieblingsfilmen erzählt, von meiner Lieblingsserie und darüber hinaus haben wir aber auch nochmal, das ist wahrscheinlich unvermeidlich in der Kombination, auch nochmal über Goslingate gesprochen, da ist es auch irgendwie hingewandert und irgendwie war am Ende... Da hatte Steven ja auch ein bisschen was mit zu tun, ne, wenn wir uns erinnern. Ja, er erzählt da wirklich... Deshalb vergisst man immer, dass wir den ja verarschen. Der Verlag, der die goldene Kamera ausgerichtet hat, hat ihn verdächtigt... dass er mit uns unter einer Decke gesteckt hat. Ja. Er war irgendwann selbst beschuldigt. Irgendwann klingelt das Telefon und dann ist der Sicherheitsberater von Funke dran und am Ende stellt man fest, reingelegt. Ja, reingelegt, ja. Ne? Mit verstellter Stimme angerufen. Naja, und das war irgendwie ganz gut und auch ein bisschen, also es war wirklich ein schönes Gespräch. Aber trotzdem dachte ich mir so, ich bin da wirklich den ganzen Tag aufgeregt. Das ist auch der Grund, weshalb ich niemals so eine Live-Tour, weil man begibt sich, das hier habe ich akzeptiert. So. Aber so nach außen und ich finde, in so einem anderen Podcast ist man auch nochmal viel bewertbarer als jetzt hier. Also ich will das jetzt auch gar nicht, das dürft ihr jetzt auch nicht persönlich nehmen, weil ich meine damit jetzt ja nicht euch. Aber ich finde, wie soll man das sagen? Also ich finde so einen Podcast auf einer Bühne, da sollte man sich was schämen. Also, was soll das? Also ich meine, das ist doch nicht irgendwie Appassionata. Ja. Verstehe ich. Das sind trainierte Pferde. Das ist wirklich, das ist was, das sieht man irgendwie in der Halle. Denkt man, Mann, habe ich noch nie gesehen. Cirque du Soleil. Da springen die da 300 Meter irgendwie von der Decke und schwingen sich dann in so einem Seil an so einem Tuch irgendwo anders hin und halten sich dann an den Füßen fest und machen Dinge, die ich noch nie gesehen habe. Chinesischer Staatszirkus, dasselbe. Überall tolle Sachen, tolle Tierdressuren, die irgendwie mal irgendwo gesehen habe. Früher dann das große Zirkusfestival von Monte Carlo. Das sind Shows. Auch eine große Band mal zu sehen, die live mal was machen. Warum? Ja? Mit dem gleichen Argument kann ich sagen, der Elton John, der hat das eingeklimpert, das gibt's auf CD, warum soll man den live erleben? Also wenn du deine sogenannte Laberkunst vergleichst... Die Leute wollen uns das mal live erleben. Aber tut mir leid, nee, das eine ist eine Komposition, das ist eine Show und ich finde es einfach nur zum Schämen, wenn drei so Leute wie wir oder gibt ja nun genug andere, die das auch machen, sich da hinstellen und sagen... Ja, wie ich schon mal gesagt habe, ne, die erste halbe Stunde geht dann um die Anreise und wie ist das Hotel und bla bla bla, weil man halt so Podcast-Scheiß erzählt halt. Mhm. Das ist einfach, es höhlt das Prinzip Bühne total aus. Und ich finde, irgendwann ist auch mal gut, wenn man dieses Entertainment-Ding nur ein bisschen ernst nimmt und auch so ein bisschen Respekt hat vor dem Prinzip, da ist eine Bühne und da sind die Zuschauer und die Bühne ist einen Meter höher und die Zuschauer sitzen da und die bezahlen Geld und die müssen sich zu Hause eine Jacke anziehen, damit sie irgendwo hingehen können und sagen, heute ist eine Vorstellung von irgendwas. Dann geht es nicht, dass man sich da hinsetzt und das so kaputt macht, indem man das einzige Angebot, was dann auch noch angenommen wird, dann ist ja die Katastrophe perfekt. Ja, dann schließt sich ja der Kreis der Beschissenheit. Dann ist es offiziell runtergelevelt, wenn die Zuschauer auch schon nichts mehr erwarten. Aber wenn wir jetzt immer nur davon ausgehen, da Künstler auf der Höhe ihres Schaffens zu sehen und große Akrobatik, dann können wir bei Florida auch die abschließen. Ne? Das ist eine Fernsehsendung, es ist was anderes. Und da wird sich auch mehr Gedanken drum gemacht und ich sage es jetzt einfach so, als um diesen Podcast hier. Und ich weiß schon, ich kann mir schon das Meeting vorstellen, dass wenn eine höhere Macht uns mit vorgehaltener Waffe dazu zwingt, eine Live-Tour zu machen, da weiß ich jetzt schon, wie das Meeting sein wird. Da sitzen wir dann da und sagen, was machen wir denn da? Und dann haben wir so 3 so halbgare Ideen. Irgendwann heißt es, Telefon klingelt, ich habe Hunger. So, und dann ist es wieder vorbei und dann gehen wir dann dahin, kurze Hose, Schießgewehr, keiner hat eine Idee und dann ist das genauso ein Gequatsche wie hier. Am Ende reden wir uns das irgendwie schön, weil am Ende haben sie ja geklatscht. Das machen die Leute natürlich auch nur, weil sie auch nicht Teil sein wollen von einem Scheitern. Das macht ja als Publikum, ist es ja genauso unangenehm, wenn irgendwas völlig in die Hose geht wie auf der Bühne. Das heißt, da klatscht man auch mal lieber so professionell zu Ende, damit man mit sich alle jetzt nicht die Blöße geben. Ich habe hier 40 Euro ausgegeben für die Kacke da und ich sitze auf der Bühne und denke, was mache ich hier eigentlich so? Das will ja niemand spüren. Das heißt, das Publikum spielt auch eine Rolle bis zum Ende. Ich war ein, zweimal wirklich bei so Podcasts auf der Bühne. Ja, hab mir das angeguckt. Und du warst auf der Bühne. Nein, ich war nicht auf der Bühne. Ich habe mir angeguckt, wie ein Podcast auf der Bühne dargeboten wurde. So. Ja, und war das so, wie ich gesagt habe? Es ist, was so krass war, das Publikum,
Das war wirklich, also man hofft ja immer, wenn man auch eine Fernsehsendung macht, dass das Publikum gut gelaunt ist, dass sie irgendwie eine Stimmung transportieren. Und die haben wirklich, die haben sich schon totgelacht, als sie die Jacke an der Garderobe abgegeben haben. Die waren so gewillt zu lachen, dass sie jeden Halbsatz so, wir sind gerade im Taxi hier angereist, haben sie vor, oben auf der Bühne gesagt. Da war schon ein Gelächter im Saal, wie man sonst bei Mario Barth kurz vorm Feuerwerk hat. Ja, so. Da, und das sage ich, das Publikum hat auch das Gefühl, das darf hier nicht schief gehen. Ja. Weil das ist so ein... Wohlwollend ist wohl das. Ja, es ist so eine Experimentanordnung. Und genau, und man will ja seine Helden da auch nicht leiden sehen. Das heißt, man trägt die eigentlich über alles. Man trägt die über alles rüber mit dem Applaus, mit dem Lachen und so. Und es ist eine perfekte Inszenierung einer Bühnenveranstaltung. Eine Imitation einer Bühnenveranstaltung ist es, wo jeder seine Rolle spielt. Und man verkommt als Publikum zum Statist. Ach ja, ich meine, das ist ein bisschen schwarz gesehen, glaube ich. Nee. Wir wären vielleicht auch... Also vielleicht da soll irgendwas passieren auf der Bühne. Da soll einer was machen, der was kann. Und nicht drei Typen erzählen, was sie zum Mittag gegessen haben. Das ist keine Show. Sagen die Macher, die irgendwie zwei Sendungen Late Night Berlin bestückt haben, indem sie mir eine Echse geschenkt haben. Das sind exotische Tiere, damit haben die schon im alten Rom die Leute beeindruckt. Das haben Leute teilweise noch nie gesehen, das ist was anderes. Wenn man ein exotisches Tier ausstellt, wenn man einfach nur Fantastico in einem Terrarium auf eine Bühne stellt, hat das schon mehr Unterhaltungswert als unser Geblubber da. Und wir hatten eine bärtige Frau mit einer Mütze. Ah nee, das war zu schwierig. Genau. So ist es. Gab es ja wirklich früher auf dem Rummel, ne? Das war ja, meine das Referenz. Nicht schreiben, liebe ZuhörerInnen. Nicht schreiben. Es war eine Referenz auf so, das hat man wirklich auf der Kirmes hat man gesagt, hier kann man einen Kasten aufmachen und da saß dann eine bärtige Frau drin. Und ja. Da haben die Leute so eine Mark bezahlt, um das mal zu sehen. Ja, also damit ist, glaube ich, dazu alles gesagt. Ne? Das lassen wir. Das lassen wir. Aber ja. Eigentlich hast nur du ganz viel dazu gesagt. Und ja, weil Jakob ich mich darüber aufrege. Weil nein, ich sehe euch schon wieder eure Gier. Ihr wollt auch das... Nein. Doch. Es würde euch so sehr entgegenkommen. Es will nur einer hier. Von uns dreien, ich gebe dir mein Wort, nur einer will auf die Bühne und das ist Jakob Lund. So ist es. Bitte, Ihre Argumente. Nee, gar nicht. Ich mache das einfach dann alleine. Da kannst du doch machen. Da mache ich auch. Ja. Ich mache mir so ein Klavier, so ein bisschen wie Nawalny. Habe ich eure drei Standardgeschichten, mache ich mir da drauf. So, ich will nicht erkannt werden, Schmitti. Klar ist irgendwas, was ihm passiert ist, worauf er stolz ist. Und das drücke ich dann immer so ab und dazwischen mache ich meine frischen Geschichten rein. Wie, wenn du aus dem Spiegel vorliest? Ich fülle das so mit frischem auf. Ja, das ist mal, was er ist ja der News-Part. Mhm. Und das wirklich einfach die ersten drei Seiten Spiegel werden hier vorgelesen und das wird dann als frische Geschichte einverkauft. Ja. Die Leute wussten das nicht. Nee. Das hat sie interessiert. Hast du noch ein paar Infos zur Impfstoffauslieferung? Ich kann gibt's mal da, gibt's da vielleicht nochmal ganz aktuell noch, was das dir eingefallen ist zum Thema? Ich guck mal schnell rein, was da los ist. Warte. Ja. Ich weiß, du wirst wieder hassen, aber ich möchte noch eine News, die mich wirklich bewegt hat. Mhm. Eine große deutsche Boulevardzeitung hat erste Spekulationen der Teilnehmer an dem neuen Promis unter Palmen für 2021, eine meiner sehr, sehr, sagen wir mal, eine Reality-Show, die auf Sat.1 läuft. Müssen wir da jetzt auch wieder drüber reden? Wir müssen da jetzt auch drüber reden. Wer ist denn dabei? Wir müssen da jetzt auch mal drüber reden, Klaas. Ja, das sind doch wieder dieselben fünf Idioten, die überall sind. Ja, das stimmt. Aber in einer Kombination, ich drehe mich jetzt auch bewusst zu dir, Jakob. Sehr ich gucke ihn nicht mehr, ich sehe nicht mal mehr. Ich habe es noch nicht gelesen. So. Also, Promis unter Palmen, die Promis 2021. Mhm. Und ich möchte von dir immer nur so Einsatzbewertungen, ob die dafür taugen. Ja. Georgina Fleur. Taugt, sehr gut. Taugt, warum? Ganz kurze Zündschnur. Mhm. Ich glaube, der Alkohol schmeckt dir sehr lecker und da gibt es Ärger. Der weibliche Joker. Für die Reality, ja. Darf denn der Kubilai auch mit ihr freuen? Weiß ich nicht, steht nicht da. Julia Siegel. Oh. Was macht die zum Promi, sag ich mal? Ja, das ist schon mal Nitro, Nitro und Glycerin. Man sollte es nennen Promis oder Palme. Das wäre besser. Ja, aber allein, was Julia Siegel, warum hat Promis sie uns schon oder Palme und keiner weiß, für was er angestellt ist. Warum hat sie uns so schöne Stunden schon besorgt? Die Julia Siegel, die denkt, sie wäre High Society. Ja, und also mit diesem Selbstverständnis von der Münchner Schickeria und irgendwie so, ne? Und sie clasht auch immer mit ihrem eigenen Anspruch so. Ja, sie ist nicht asozial, sie hat hier eigentlich nichts zu suchen. Sie ist irgendwie eher in St. Moritz, ne? Oder in Kitzbühel unterwegs und jetzt ist
ist sie da irgendwie unter die Palmen geraten. Vor allen Dingen ist es bei ihr so, wenn du ihr die Zigaretten wegnimmst, dann explodiert sie sofort. Sofort. Ja, ja. Guter Tipp. Ja. Und der nächste ist Calvin Kleinen. Ja, den habe ich noch gar nicht gesehen. Unterhosen? Der ist von Love Island und ist da wohl... Temptation Island. Aber war er nicht vorher Love Island, ist dann zu Temptation Island rüber gewechselt? Ist aber gewechselt. So ein Schmierfink, also ist so, ja, so ein Schnacksler. Ein Bumser. Ja. Ein Bumser. Ja, auch gut. Braucht man, der macht Georgina Fleur und Julia Siegel, das wird ein gutes Paket. Dann Elena Miras. Oh. Kannst du dir das alles vorstellen, alles in einer Sendung. Ich mache mal ein bisschen schneller, weil er guckt schon wieder ganz nervös, Herr Klaas. Ja. Katie Bam, auch super. Wer? Das ist die Verrückte, die mit Benjamin Boyce zusammen war. Oh ja. Die war auch schon im Sommerhaus der Stars. Ja, ja, die waren das alles. Das ist ja wirklich, das ist so, als wenn man, es ist ja gar nicht eine neue Person, sondern das ist ja wirklich, aber das darum sind ja alles nicht. So. Nein, aber ist das nicht kurios? Ist das die greatest hits? Nein, die machen einfach, die sagen, wer sind die krassesten Stresser? Ja. Und beim Dschungelcamp wird gesagt, wir brauchen einen weiblichen Stresser. Wir brauchen einen männlichen Stresser. Wir brauchen einen alternden TV-Star, der alt ist. Und hier nehmen sie einfach nur Stresser. Ja, ich mach mal weiter. Finde ich sehr gut. Chris Töpperwien, unser Currywurstmann. Wer ist das? Oh. Großer, der mit der blauen Brille? Der Currywurstmann, ja, ich kenn natürlich. Ja, ja. Super gut. Warum ist der so beim Dschungelcamp gescheitert? Weil er irgendwann hat er so ein paar altmodische Ansichten und er ist der Chef einer Gruppe. Genau. Und er ist da mit einer, er hat dem Dschungelcamp so eine Hierarchie übergestülpt. Richtig. Und hat Ansagen gemacht an alle Leute, wie das hier zu laufen hat, weil er hat ein Currywurst-Imperium aufgebaut und das muss auch im Dschungel funktionieren. Also ganz ehrlich, ich habe Respekt vor dem Prinzip Currywurst-Imperium. Absolut. Melanie Müller. Kann man immer mal dazu stecken. So. Ist mir fast zu neutral. Ja. Emmy Russ. Wer ist das denn? Big Brother. Promi Big Brother Teilnehmerin. Ich wurde schon mehrmals darauf hingewiesen, dass du einfach mal Big Brother sagen sollst und nicht immer Brother. Das sind ganz viele Nachrichten erreichen mich, dass du immer Brother sagst. Das ist mir scheißegal. Ich soll das weitergeben. Ich habe das hiermit gemacht. Du sollst nicht immer Brother sagen. Brother. Emmy. Aber genau, die ist da so, erzähl mal was über die hat da so ein bisschen die Erotik in Anführungszeichen reingebracht. Ja, ne? Die hat mal jeden Big Brother Bewohner fühlen lassen, ob ihre gemachten Brüste sich gut anfühlen und so. Und so ein bisschen Erotik, so braucht man auch. Ist so, alles gut. Prinz Markus von Anhalt. Oh, Gottes Willen. Das ist ja unglaublich, dieser Trupp. Willi Herren. Nein! Ja. Nein! So. Das ist die Truppe. Das ist die Truppe. Tja. Oi, oi, oi. Reisegruppe peinlich besteigt wohl das erste Corona-Flugzeug Richtung Thailand oder wo ist das? Das ist wirklich eine ganz gefährliche Mischung, wirklich sogar. Ja. Das ist wirklich gefährlich. Ja. Also da gibt es Minimum eine Prügelei. Ich glaube, da gibt es eine Prügelei. Ja, bei den Gedanken, also kann eine Weihnachtsfolge schöner enden, als mit dem Gedanken, was also da... Also du musst dir mal vorstellen, heute ist Heiligabend, dann hast du dich da schon irgendwie durch Baywatch Berlin gequält, weil du irgendwie denkst, na komm, egal, jetzt haben wir alles hinter uns und so. Und du warst so vielleicht ein bisschen besinnlich drauf und so. Und dann durch die Folge hat man jetzt diese oder jene Gefühle. Aber das Letzte, was hängen bleibt, ist diese Auflistung von Namen. Das ist das, was einem zurückbleibt. Das ist das, womit man ins Bett geschickt wird. Na, schöne gute Nacht, ey. Na, vielleicht gehen wir da demnächst auf eine Bühne mit den Namen und lesen die Namen vor. Ja, und dann machen wir noch so ein paar Beobachtungen dazu und sagen, ja, der ist irgendwie gut und der ist schlecht. Vielleicht ziehe ich dann einfach mal los. 18,50 €. Vielleicht ziehe ich einfach mal los und suche irgendwie den Abendstern und laufe einfach so lang hinterher, bis ich da bin, wo auch immer ich dann hin muss. Was sehr schön ist, noch ein kleiner Ausblick. Also Baywatch bringt euch nicht nur durch die Weihnachtszeit und kommt praktisch termingerecht nach dem Gänsebraten, sondern wir werden auch der erste Podcast im neuen Jahr sein, denn wir kommen praktisch in der Silvesternacht auf die Welt nächste Woche. Oh. Das heißt, wir werden eine schöne Silvesterfolge hier präsentieren. Das ist sehr gut. Oder? Silvester ist mein Fest. Ist auch mein Fest, habe ich einen ganz gefährlichen Silvester. Cocktail aus Depression und guter Laune. Ich habe nie Depression, und den Silvester, werde ich sehr gute Laune. Immer Depression an Silvester. Ich muss sagen, ich bin besser gelaunt übrigens als zum Anfang. Dankeschön, hat geklappt. Bei dir auch? Ja. Ja, ne? Hat auch geklappt. Ist gut. Das ist gut. Ja. Also, meine Mutter hat recht. Deine Mutter hatte recht. Ja. Und aber Silvester muss ich euch sagen, da werde ich euch eure kokette Depression werde ich euch schon aus den Gliedern ziehen, denn ich habe sehr gute Laune, Silvester. Also, da gibt es überhaupt keine zweite Ebene. Hast du Polenböller besorgt? Ja, aus dem Internet. Ja, ja klar. Ich hab hier so bist du über die Grenze gefahren? Ich bin über die Grenze gefahren. Dir lässt niemand was verbieten. Ne? Du lässt dir nichts verbieten. Ne? Ich bin natürlich, wenn es irgendwo knallen soll, da schieße ich hier in der Nachbarschaft die Briefkästen ab. Ja. Wie früher. Klar. Und dann treten wir ein paar Laternen aus und dann ist Baywatch Berlin. Genau. Ich werde Champagner mitbringen und Blei gießen. Nur, dass ihr schon mal wisst. Ist das nicht giftig? Champagner? Ja. Die Dosis macht das Gift. So, ja, gut. Macht's gut. Frohe Weihnachten. Tschüss. Das war's jetzt? Ja, wieso? Was hast du noch erwartet? Soll ich nochmal drücken? Feliz Navidad. Ich drück dich nochmal. Guck mal her. Guck mal her.
Abstand. Abstand. Sollen wir Feliz Navidad singen? Nee. Alles Gute, alles Liebe. Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.